Erstmal hallihallo und herzlich willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Ich denke, wenn ihr das hier seht, ist es auch ein Let's Play auf YouTube geworden. Ich weiß, es sind keine 1080p. Ich weiß. Aber anders kriege ich es nicht sinnvoll auf meinem Rechner zum Laufen und gestreamt und so weiter. Deswegen denke ich, die Qualität sollte ausreichend sein. Ich werde es auf 1080p rendern, aber es ist nicht in 1080p gestreamt. Also nicht wundern, wenn es nicht perfekte Qualität ist. Bis jetzt habe ich noch gar nichts von Baldur's Gate 3 gesehen. Außer ich habe gestern einmal gestartet und das Intro gesehen. Und in der Charaktererstellung habe ich gestoppt. So, wir werden auf Ausgeglichen erstmal starten. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Let's go. Ich hoffe, es ist laut genug für euch. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu leise eingestellt. Zwischensequenzen sind auf jeden Fall awesome. Also von der Qualität her. Also die Animationsqualität und so, finde ich, kommt an alte Blizzard und BioWare-Spiele ran. Wie gesagt, ich habe es schon gesehen. Und das macht die Zwischensequenz doppelt eklig. Ugh. Ja, die Gedankenschänder. Ach. Und ich fand das hier an der Stelle schon eklig. Nein, ich will das nicht sehen. Das wird nicht besser. Schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Dieses Intro. So. Wir haben, das habe ich mir gestern schon ein bisschen rumgespielt, wir haben die Option zwischen 7 Charakteren, die vorgegeben sind, mit einer entsprechenden Hintergrundgeschichte. Ja. Je nachdem, ich glaube, ich würde aber nicht mit denen anfangen wollen, die sind komplett vorgebaut. Bedecke den Boden mit Fett. Mit Fett. Deswegen würde ich sagen, wir machen einen eigenen. Man kann ihn auf Zufall drücken und dann hast du, glaube ich, alles zufällig. Okay, und du kannst sogar zurückgehen. Du kannst auch so lange zufällig drücken, bis du es schön findest. Werden wir, glaube ich, nicht machen. Jetzt so ein bisschen die Frage, ich habe keine Ahnung, was ich spielen will. Also erstmal, vielleicht nehmen wir erstmal die Klasse. Da ist nur eine Droide raus für mich. Weil wir spielen ja selber D&D Pen and Paper und da spiele ich schon den Droide. Und deswegen würde ich den da, glaube ich, nicht nehmen wollen. Barde spielt meine Freundin. Deswegen kenne ich mich da, glaube ich, auch ein bisschen aus. Von daher, es gab, dachte ich, eigentlich einen Zauberer, der so ein bisschen chaotisch zaubert. Magisches Geschoss, Knochenkelt, Sauerspritzer, zielsicherer Schlag. Aber den haben sie, glaube ich, nicht mit drin, tatsächlich. Zauberplätze Stufe 1 freigeschaltet. Arkane Erholung. Also Zauberplätze regenerieren. Also wenn, dann ist der, weil der mit den Elementen so ein bisschen rumhantiert. Aber von Symbol sieht er aus wie der hier. Präzision und Zauber mit modernen Erkenntnissen kombinieren. Genau, die haben es aus der Gabe. Ich dachte, deswegen haben die wilde Magie. Kleriker. Ich glaube, am meisten reizt mich schon der Hexenmeister. Weil der, glaube ich, auf Charisma normalerweise auch geht.
Yes, der geht auf Charisma. Das heißt nicht, wir können auch mit Leuten quetschen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Schauriger Strahl, 1 bis 10 ist auch ganz geil tatsächlich als Zaubertrick. Und Klingenband, allein nur den halben Schaden durch Hiebstich und Wuchtangriffe, 2 Züge. Falls er doch mal angegriffen wird. Okay, die Frage ist aber jetzt, welches Volk nehmen wir dazu? Ein Drow-Hexenmeister wäre so ein bisschen das Offensichtliche, aber ein Hexenmeister-Halbling wäre auch witzig, glaube ich. Weil der darf nämlich Einsen, also der läuft schneller, der darf nämlich Einsen nochmal würfeln, wenn er Angriffswürfe macht. Und er wird nicht so sehr so schnell verängstigt. Ich glaube, ich finde es einfach witzig, einen Halblings-Hexenmeister dann so, haha, flamp. Glaube ich einfach witzig, stämmiger Halbling. Die Legende nach soll, also das steht hier überhaupt dabei, die kleinen und fähigen Halblinge bevorzugen die Annehmlichkeit ihres Zuhauses, doch ihre angeborenen Glück und ihre Geschicklichkeit machen sie zu großen Abenteurern. Okay, da haben wir noch Geschick als Nebending. Rüstung, okay, das können wir glaube ich noch auswählen hier unten dann. Bei Zaubertricks und Zauber. Leichtfüßige Halblinge sind verstohlen, aber sozial, sie bereisen ganz verschont und um sich einen Namen zu machen. Angeborene verstohlen. Du bist bei Heimlichkeitswürfen im Vorteil oder du bist bei Rettungswürfen gegen Gift im Vorteil und bist gegen Giftschaden resistent. Der Legende nach soll ein Zwergenblut den Starkherz-Halbling ihrer Zähigkeit. Das ist aber nicht halbstämmige Halbling, sondern Starkherz. Da gibt es symbolisch auch viel mehr Sinn. Sie verfügen über eine gewisse Resistenz gegen Gift, haben große Ausdauer und können sich sehr gut alleine behaupten. Nee, wir sind sozial, wir haben einfach den Falschen angeschmachtet, würde ich sagen. Ja, Hexenmeister, Zaubertricks, hier können wir nämlich uns aussuchen. Knochenkälte wäre nochmal, also das wäre halt nekrotischer Schaden, das ist Energieschaden, das ist eine Defensive. Du bist bei Charisma-Würfen gegen eine nicht feindliche gesinnte Kreatur im Vorteil, Freunde. Weißt jetzt möglicherweise, dass es bezaubert wurde. Magierhand, die mit Objekten interagieren kann. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool, um Sachen irgendwo herzuholen. Erschaffe eine Illusion, die Kreatur in der Nähe zu Untersuchungen verleitet. Einfache Illusion. Gift versprühen. What? Drei Meter Reichweite, 18 Meter Reichweite ist halt viel weiter. 18 Meter Reichweite. Rinder bis zu dem nächsten Zug, dass das Ziel heilt. Ein untotes Ziel ist außerdem bei Angriffswürfen im Nachteil. Knochenkälte. Also ich glaube, ich würde gerne die Magierhand nehmen. Auf jeden Fall. Giftige Gaswolke. Zielsicherer Schlag. Ja, und ich glaube, den Eldritch Blast nehmen wir einfach noch mit dazu, den schaurigen Strahl. Der gehört einfach dazu, wenn man Hexenmeister spielt. Weil wir spielen halt so ein Nekromant. Ein Halblingsnekromant. Nee. Hexmeister, die im Dienst von Unholden stehen, führen zu zerstörerischem Schilde. Absichtlich oder nicht, und erhalten dafür höllischen Segen. Erzfee, du wurdest von einer Fürstin oder einer Fürst der Feen gesegnet und bist mit allen üppigen oder gruseligen Eigenschaften des außergewöhnlichen Reichs deines Schutzpatrons versehen. Feenfeuer? Das ist sehr nützlich. Es gibt nämlich eine ganze Weile Angriffswürfe-Vorteile. Verzaubert des ersten Grades besetzt Kreaturen im magischen Schlaf. Bezaubert oder verängstigt Gegner in der Nähe mit der betörenden, verstörenden Magie des Fables. Der große alte Hexmeister, die an mystische Wesen aus den fernen Reichen gebunden sind, arbeiten auch unergründliche Ziele hin und eignen sich seltsame Kräfte über Entropie und Geist an. 3d6 physischen Schaden? What? Das ist, glaube ich, ein Nahkampf, aber. Nee, 18 Meter, what? Verängstigt sich eine Kreatur, die ist dann einfacher zu treffen und kann sich nicht bewegen. Berettungswurf, das zählt leider dennoch den halben Schaden. 3d6 auf erster Stufe auf 18 Meter Reichweite? What? Das ist, also in die D&D-Welt ist das übel viel. Finde ich. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Taschas grässliches Gelächter. Versetze eine Kreatur
vor Lachen in den Zustand liegend, ohne dass sie aufstehen kann. Kreatur ist eine Intelligenzrettungsmoment 5. Das Ziel kann versuchen, den Effekt loszuwerden, wann immer es Schaden erleidet. Todeserinnerung. Wenn dir ein kritischer Treffer gegen eine Kreatur gelingt, müssen die Kreaturen sowie Gegner in ihrer Nähe einen Weisheitsrettungswurf bestehen. Oder sie sind bis zum Ende ihres nächsten Zuges verängstigt. Betören, verstören, Magie. Achso, T ist untersuchen. Das ist auch sehr hilfreich. Zauber, nicht angreifen, der Zauberwirke ist in Dialog, mit Charisma-Würfe ein Vorteil, kann sich nicht bewegen, verängstigt, okay, verängstigt, Reichweite, Weisheitsrettungswurf. Weisheitsrettungswürfe sind, glaube ich, schwieriger als, ist auch Weisheitsrettungswurf, Weisheitsspielstand? Zauberwürfen entsprechen der Wurf. Mindestens dem Schwierigkeitsgrad, so wie der steht, das Ziel im Zauber-Schwierigkeitsgrad. 13. Warum ist das 13, wenn ich 17? Achso, das ist wahrscheinlich mein Übungsbonus und sowas, ne? Ne, Unhold finde ich nicht. Ich will nicht wirklich böse sein. Von daher Erzfee oder der große Alte. Ich glaube, wir nehmen den großen Alten. Wir glauben einfach. Wir glauben an die alten Götter. So, Zauber. Achso, jetzt habe ich ein bisschen mehr Auswahl. Zauberschwierigkeit, Zauberangriff plus 5, Charisma und unser Attribut. Dissonantes Flüstern, das ist der 3d6. Rascher Rückzug, er hat sofort so wie als Bonusaktion am Ende jedes in einen Zug gespurt, bis dieser Zauber endet. Aha. 2d10, höllischer Tadel. Reagiert er auf den nächsten Angriff mit Flammen, die 2 bis 20 der Rettungsruf, das Ziel erleidet noch einen halben Schaden. Nekrotisch zustandsbedingt. Lass deine Angriffe dem Ziel zu sich 1 bis 6 nekrotischen Schaden zufügen und das Ziel beim Attribut deiner Wahl im Nachteil sein. Deine Angriffe zusätzlich. Aber ich greife ja normalerweise nicht an. Schutz vor Gut und Böse. Schützen verbinden gegen die Angriffe von Kräfte von Vibrationen, Celeste, Elementaren, Feen, Unhut und Untoten. Hexenpfeil. Genau, das kenne ich nämlich eher. 1d12 und nicht 3d6. 18 Meter Konzentration. Das hat sogar Konzentration? What? Zauberwirkung muss ich konzentrieren, diesen Zauber auf. Verbinde dich über einen Blitzschlag mit dem Ziel. Bewirkt sich 1d6 pro Zug. Oh, ja, never mind. Ja. Wenn der Zauber endet, weiß es möglicherweise, dass es bezaubert wurde. Arme von Hader. 2d6 verhindert, dass die Reaktionen ausführen können. Rettung. Moment, was ist es ein Zug lang? Kann nicht reagieren, okay. Rüstung, erhalte 5 Temperaturpunkte und bewirke 5 Kälteschaden bei jeder Kreatur, die ich mit einem Nahkampfangriff trifft. Kann nur temporäre Punkte seiner Quelle erhalten. Ha. Das Gelächter ist eigentlich schon ganz witzig. Ich glaube, das dissonante Flüstern behalte ich auf jeden Fall. Das macht verängstigt und Damage. Das ist gleichzeitig noch CC. Dann brauchen wir, glaube ich, das aber nicht. Dann können wir vielleicht doch den Schutz vor Gut und Böse nehmen. So als Hexenmeisters statt. Das ist aber Concentration, genau. Das ist kein Concentration. Der ist nur 2 Züge lang verängstigt. Ist er halt 10 Züge. Kann er 10 Züge am Boden liegen? Hm. Ha, ha, ha. Ist ja jetzt schon ein schwerer Hintergrund-Sonderling. Du bist in der Wildnis aufgewachsen und kannst fernsehen, so Annehmlichkeiten überleben. Scharlatan, du bist ein Manipulationspäckel, der zur Übertreibung neigt und mit Freuden davon profitiert. Dein Weg zum Erfolg führt über verdrehte Wahrheiten und gegeneinander aufgehetzte Verbündete. Da sehe ich mich doch. So, Attribute. Wir könnten theoretisch noch welche wegnehmen. Ich weiß nicht genau, warum wir Konstitution so hart haben.
Das ist Löschen. Oh. Das ist Löschen. Wen haben wir Charisma auf Max haben? Besser Zauberwirk bei Druidenklerikern und Waldläufern. Wir sind Hexenmeister. Gedächtnis und Gedankenkraft. Besser Zauberwirk bei Magiern. Also Konstitution will man haben wegen den Konzentrationszaubern. Dass sie die relativ weit oben haben. Aber dann, wir brauchen auch ein bisschen Geschicklichkeitsbonus, glaube ich. Wir sind halt einfach Stärke komplett lulli. Ich glaube, das ist hier noch wurscht. Dann wird man halt wirklich dumm spielen, Empfohlenes nutzen. Ja, so ist glaube ich aussichtlich. Wir sind halt absoluter Lulli, was Stärke angeht, aber Geschick ist okay, Konsti ist okay. Charisma sticht halt ein bisschen heraus, würde ich sagen. Das ist schon sinnvoll. Fertigkeit Übung, Fertigkeit Arcane Kunde, Geschichte Täuschen. Durch Hintergrund geerbt, Fingerfertigkeit Arcane Kunde, Geschichte. Den darf ich nicht nehmen, okay, den habe ich schon. Ich durfte jetzt Nachforschung nehmen, also Hinweise, Lösung, Mysterien, Natur, Religion. Wenn ich hier an die alten Götter glaube, sollte ich aber Religion nehmen. Und einschüchtern wäre dann irgendwie auch geil. Ich will Leute einschüchtern. Falls die mir irgendwie dumm kommen. Oh, und ich sehe, meine Grafikkarte ist, glaube ich, immer noch zu sehr ausgelastet, kann das sein? Was sagt denn? OBS sagt erstmal nichts Schlimmes. Kann ich OBS mal hier rüberziehen, damit ich die Stats habe? Ich brauche das mal kurz hier drüben. Kriegt ihr noch? Noch sieht es flüssig aus, glaube ich. Sehen wir, ob das so bleibt. Mal sehen, ob das so bleibt. Irgendwie finde ich den Weißabgleich nicht optimal. So. Wobei, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Der wird den nehmen. Na, machen wir das so. Genau, einschüchtern will ich tauschen haben. Täuschen kann ich ganz gut. Fingerfertigkeit kann ich ganz gut. Habe ich halt Geschick nicht so hoch gemacht. Athletik bin ich halt eine absolute Nullnummer. Und rumschieben kann man mich easy. Das passt aber, glaube ich, zum so Aussehen, wollen wir noch ein bisschen bearbeiten. Ganz so schlimm wollen wir dann, glaube ich, doch nicht aussehen. Gab es auch eine Option, das zu randomisieren. Hier, Aussehen zufällig auswählen. Yo, was beim zufällig auswählen alles... Ja, der ist eigentlich gar nicht so kacke, nur die Haarfarbe würde ich glaube ich ändern. Und vielleicht ein bisschen heller, so. Reife, das können wir eigentlich so. Was? Vitiligo-Pigmentierung, achso. Intensität der Sommersprossen. Ich sehe keinen Unterschied. Anzahl der Sommersprossen, achso, vielleicht deswegen. Reife. Hey, wir sind unreif. Wie ist ein absolut unreifer Dude? Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. Health. Be wary. This place is trapped. It's opened. More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. Where to next? Let's hope the locals are friendly. Health. Be wary. This place is trapped. It's opened. More of those wretched things. Where to next? Es gibt halt. Tja. Oh. Das wollte ich nicht. Ich will meinen Charakter zurück.
Ich glaube, ich habe jetzt schon den männlichen Körperbau, oder? Ja, eindeutig. Okay, gib mir meinen Charakter zurück. Hallihallo Quant TV. Wunderschön. Ist auch bei mir Backseaten, ja. Dann wünsche ich dir erstmal einen erfolgreichen, ruhigen Arbeitstag. What was that? Ja, ich glaube, die Stimme passt schon am besten. Hier gibt es aber noch einiges zu tun. Wir haben da noch ein paar Sachen vor uns, würde ich mal so sagen. Auf jeden Fall können wir mal kurz die Haare, die Haarfarbe korrigieren. Wir können ja eine fancy Haarfarbe nehmen, so als Hexenmeister, würde ich sagen. So, was? Glanzlichter Rot. Hallihallo Ricky und danke Quant für die Wünsche. Das sind die Glanzlichter. Da wird es ein bisschen lilalich, wenn wir das so machen mit dem Blau darunter. Hey, ich glaube, wir machen das so. Ergrauung purpurgrau. Kann ich die auch weglassen? What? Und wunderschönen guten Abend, Ricky, übrigens, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich wünsche dir was. Ich hoffe, es ist alles noch flüssig, also. Aber ich vermute mal nicht. Ich vermute mal, es gibt Situationen, wo es nicht mehr ganz flüssig war. Spannend, wenn ich. Nö. Ich war auch mal auf 80% vorhin. Hat es mir nicht gespeichert. Kann ich das jetzt noch machen? Was ist jetzt das? Achso, das zweite Mal. Ja, vielleicht. Moment, ich hatte doch. Genau, die Schattenqualität hatte ich schon runtergestellt. Vorhin mal. Wir werden jetzt, glaube ich, mal alles ein bisschen auf Mittel stellen. Genau, diese Sachen hier auch. Eventuell werde ich sogar komplett auf Mittel spielen. Texturqualität. Textur ist nicht das Problem. Meine Grafikkarte ist nur ein bisschen am Schmachten. Das ist krass. Also sie ist einfach bei 90% plus die ganze Zeit. Mal sehen, ob es so bleibt. Ja, Stream läuft bis jetzt super, das ist schön. Ricky, wie gut kennst du dich in D&D aus? Fancy. Das ist irgendwie what? Das so ineinander verläuft, der ist schon irgendwie cool. Nehmen das da. So. Wir könnten noch andere Haare nehmen, aber eigentlich finde ich die Frisur gar nicht so kacke. Ja, das passt. Wegen DSA meistens schaut man ja auch mal sich D&D an. Okay. Ich habe mir jetzt gedacht, wir spielen jetzt einen Halbling-Hexenmeister. Mal sehen, wie das wird. Weil das kenne ich noch nicht. Hexenmeister, also ich spiele sonst selber D&D und deswegen habe ich den. Gibt es jetzt nicht die Haare alle so? Bin ich irgendwie in der falschen Haaradresse gelandet? Hab ich was verpasst? Yes, please. Und ich spiele selber Druide in D&D, deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich ein bisschen weg den Druiden und Barde auch. Und dann fand ich eigentlich Hexenmeister ganz spannend. Okay, die Frisuren sind speziell, sage ich mal so. Das geht sogar noch, finde ich. Da habe ich jetzt schon schlimmere Frisuren gesehen. Hier, Legolas Gedächtnisfrisur, oder? Nee. Ist das nicht Legolas?
Okay, also typische Elfenfrisur. Ja. Detailreich stimme ich dir auch voll zu. Das Mittelband, okay. Sinnspitze ist halt damit komplett grell, blau und grün an. Die Frisur, die Schnitte halt. An sich. Ich meine, hallo? Machen wir hier Skrillex in D&D oder was? Von Halihallo Sono. Okay, es gibt auch echt viele Frisuren, holy shit. Da ist schon einiges möglich. Ja, ich hab schon mitgekriegt, dass der Frauen auch da besser. Aber ich glaube, die Frisur, die ich am Anfang per Random Generator hatte, gefiel mir immer noch am besten. Das war, glaube ich, die. Weil wir spielen jetzt einen Hexenmeister, der an die alten Götter glaubt und daher seine Fähigkeiten durch... Warte, Schminke? Ja, können ein bisschen Schminke drauf lassen. Wir sind ja charismatisch, dann lass mal ein bisschen Schminke drauf. Was? Was ist außer, es ändert sich mit Gender, hast du das angepasst? Was? Ach so, nee, das Gender gibt's nicht so wirklich, Moment. Hier gibt's nur Körperbau 1 und 2 und wir wissen eindeutig beim männlichen Körperbau, weil das ist der weibliche. Deswegen. Und Identität ist auch männlich, also glaube ich nicht, dass es sich ändert. Genau. Schminkstil, können wir so lassen, Augen. Die passen eigentlich jetzt ganz gut zur Frisur, finde ich. Gesichtsbehaarung. Mit grünen Haaren, also die... Achso, Moment, die Bartfarbe kann ich noch ändern. Könnten hier braun nehmen. Das ist die ganze Haarfarbe. Das ist... Warum kann ich denn die Barthaare nicht andersfarbig machen als die Kopfhaare? Das ist ja doof. Das ist doof. Sind wir ehrlich. Dass das die gleichen sind. Okay, beim Bart kann ich die Ergrauung aber wegmachen. Ha. Dadurch kann ich minimal anders aussehende Farben haben. Also Bart halt eine andere Farbe haben. Dann haben wir jetzt nur so... Moment. Glanzlichter. Kann ich die wenigstens blond machen? Dann sind wir jetzt doch ein bisschen weniger auffällig. Bärte sind nice, ne? Hier. Zack, zack, zack. Zu einem Halbling passt es aber, glaube ich, nicht ganz, dass wir so einen richtig fetten... Wie geil! So einen richtig fetten Bart machen. Komm, wir sind noch jung. Das ist unser Ziel. Wir sind aber noch hier. Moment. Da sind wir. Wir sind noch am Wachsen lassen, ja? So. Dritte Reihe. Zwei habe ich Real Life. Dritte Reihe, den da. Die Vernunft. Die sind ja gut benannt. Wir haben jetzt einen Minenschacht. Da hast du einen deutlich besseren Bartwuchs als ich, Cricky. Deutlich besseren Bartwuchs als ich. Also wenn ich mich ein Jahr lang wachsen lasse, oder drei oder vier, komme ich nicht dahin. So, dann haben wir erstmal die Optik. Genau, also wir sind ein Hexenmeister. Wir haben mitgenommen den schaurigen Strahl und die Magierhand. Einfach nur, weil ich denke, das ist fürs Rollenspiel ganz witzig, wenn man an irgendwelche Sachen rankommt. Wir glauben an das große Alter, an irgendwelche alten Götter. Und dürfen deswegen immer, wenn wir einen kritischen Treffer machen, müssen die Gegner einen Rettungswurf machen, sonst sind sie verängstigt. Wir haben das dissonante Flüstern, was auch noch Leute verängstigt, was, glaube ich, dazu passt, ne? Dieses Einflüstern von unserem alten Gott, was psychischen Schaden macht. Ich glaube aber, fällt mir gerade ein, wie viel psychischen Schaden müssten, wobei, nee, in der Stelle nicht. Egal. Genau, und wir haben das Schutz vor Gut und Böse mitgenommen, weil so Engel und so ein Scheiß, die können uns alle mal, wir kennen uns ja damit aus. Achso, und Hintergrund sind wir Scharlatan. Das heißt, wir manipulieren ganz gerne, deswegen passt das, glaube ich, auch ganz gut, dass wir in Charisma so hoch sind. Und dass wir
einschüchtern, täuschen, auftreten, überzeugen, sind mir alles ziemlich nice. Und genau, und Religion fand ich passend, weil so alte Götter und sowas. Das ist dann ziemlich weit von dem Weg, was man als Standard nimmt. Als Standard nimmt man, glaube ich, Arkane Kunde war drin und Geschichte. Mit Vergangenheit ergibt das auch wieder Sinn, ne? Die alten Götter. Ich glaube, wir nehmen Geschichte statt Religion. Weil wir, uns sind die alten Götter, nicht die neuen. 3 Monate, deswegen ist für mich Rasieren einfach nur zu teuer, deswegen Bart. Ja, also wenn ich 3 Monate warte, dann habe ich, glaube ich, so viel Bart. Genau. Ich glaube, dann sind wir soweit fertig. Wir haben jetzt keinen, logischerweise keinen von den vorgefertigten Charakteren genommen, sondern einen eigenen erstellt. Und sind jetzt ein Halbling-Hexenmeister. Fortfahren. Spinnen. What? Oh, und wir haben anscheinend sowas wie einen Lehrmeister? Aha. Die kleinen und fähigen Halblinge. Die dürfen wir auch noch komplett? What the fuck? Ja, Tieflinge würden ja eigentlich zu dem passen, weil die sind, glaube ich, eines der alten Völker. Das da unten, du kannst es, glaube ich, komplett im 4-Spieler-Koop spielen, wie so ein Pen and Paper wirklich. Musst du halt entsprechend absprechen, aber wie so ein Pen and Paper. Im 4-Spieler-Koop könnte man das direkt starten. Und da bin ich halt jetzt nur ich. Also es ging bei Divinity, glaube ich, schon im 2-Spieler-Koop von Anfang an. Ne, da ging online auch 4-Spieler-Koop bei Divinity. Aber das hat sich nicht so gut gespielt, ich habe keine Ahnung, wie der Koop hier ist. Okay, hier habe ich jetzt weniger Auswahlmöglichkeiten. Ich kann nur sehr groß und kräftig machen oder klein und schmächtig und in männlich und weiblich. Ich kann es aber zufällig generieren wieder für meinen Guardian hier. Also es ist komplett zufällig. Ist auch die Rasse zufällig? Weil ich war eigentlich gerade bei Tiefling. Ich glaube, ich würde gerne einen Tiefling nehmen. Aussehen zufällig wählen. Warum ist das Ganze auch. Warum ist denn auch die Rasse weg? Als Guardian, Volksunterart. Guck dir diese Hörnchen an! Und die. Ach du Scheiße! Wir nutzen ihr langes Leben, um Feruns hellste Ort und du gesehen. Diesen Teufel neuen Höllen abstammten Tiefling gestoßen und Ferun auf Misstrauen aufgrund ihrer Fähigkeiten, sie groß beleben. Ich glaube, dass der unser. Wir den lieb haben. Hör auf, die Rasse zu wechseln, ich will nur in der Rasse. Das Lila gefällt mir nicht ganz so gut. Nein, nicht Drow. Nein, nein, nein. Ich kann leider nicht nur die Optik in der. Ich will einen Tiefling. Ach du Scheiße. What? Das ändert wieder. Okay, das geht aber zumindest zurück. Aber das ist nicht zufällig. Das bleibt erhalten. Ich würde schon sagen, wir haben ein. Okay. Okay, Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Ihr macht mich fertig, Leute. Okay. Diese Tieflinge sind an Nasus geboren, die tiefste Schicht der Höllen. Sie können dank ihrer infernalischen Blutlinie des Erzteufels Asmodeus über Feuer und Dunkelheit gebieten. Das Abklingen des Erzteufels mit Füßen haben diese Tieflinge ein besonderes Talent für arkane Magie. Tieflinge aus Zariels Blutlinie besitzen besondere Stärke und können sengende Flammen kanalisieren, um ihre Gegner zu blöden. Ja, hier. Die interessieren mich. Über die habe ich geforscht. Und deswegen bist du jetzt mein Mentor. Jetzt kann ich es wirklich nicht zufällig generieren, die Optik, ne?
Das ist irgendwie ein bisschen doof. Da haben sie sich nicht gut überlegt, dass man hier Optik von dem Volk und Volksunterart macht ja vielleicht beim Rollenspiel was aus. Hä? Ich sehe den Unterschied nicht. Achso, das Gesicht, ne? Das Gesicht. Spock, it's you. Nehmen wir den. Aber der darf eine Narbe haben, würde ich sagen. So. Ja, der ist ein bisschen... Hautfarben. Was gibt's denn hier für Hautfarben? Ich kann auch alle Hautfarben wählen. Kann den auch in lila machen zum Beispiel. Was, glaube ich, sonst genau nicht erlaubt wäre, so richtig. Wobei doch hier ist so ein lila Stich. Machen wir mal den. Das sieht halbwegs okay aus. Reife. Ja. Sieht spannend aus. Ist aber, glaube ich, immer gleich. Tatsächlich die Pigmentierung. Ist, glaube ich, auf jedem Charakter gleich. Ein bisschen Reife darf er aber schon haben. Ein bisschen minimale Falten geben ihm schon. So, und der ist... Der ist voll der Coole. Deswegen, der ist der Coole von der Schule, muss der eine... Oh, what? Das sieht actually awesome aus. Gib mir ihm das. Farbe der Tätowierung Blau passt sogar sehr gut gerade zu den Haaren. Piercing-Stil. Der Piercing passt in so einem Fantasy-Universum irgendwie gar nicht rein, oder? Wie seht ihr das? Dämonen... What? Dämonenrot. Dämonenrot. Dämonengelb, Dämonengrün, Dämonenblau. Das ist natürlich ein stinknormales. Dämonenpurpur, ja, Dämonenaugen müssen es schon sein. Ich gebe ihm die mit, das was er hatte, das fand ich eigentlich ganz gut. So, Schminkstil. Ja, der schminkt sich nicht. So, Haare. Die Haare passen eigentlich auch ganz okay. Für so einen alten Fatzken. Glanzlichter Taupe. Grau, neutral grau. Mit den Haaren drumherum, ey. Geil. Nee. Ach du. Aber du bist immer noch, du bleibst nicht im Volk. Selbst wenn ich hier bin, bleibt er nicht im Volk, ne? Dann musst du halt jetzt dran glauben. So, wir hatten den gewählt. Hä? Ich bin irritiert. Sind wir doch wieder zu unserem zurückgekommen. What the fuck? So. Nee. Will ich Skrillex als meinen Mentor haben? Ich glaube nicht. Und mich als 19-Jährigen will ich auch nicht als Mentor haben, danke. Afro-Mentor. Nee. Das passt nicht. Das muss schon irgendwie nach hinten sein. So diese ganzen mit Ponys, die hier durchgehen, das finde ich doof. Von daher, ich glaube, das war's. Das passte schon sehr, sehr gut. Ein bisschen dieses Hochnäsige von so einem alten Höllendämon. Der uns mentort. Gesichtsbehaarung. Der könnte den nehmen, den wir schon nehmen wollten. Wobei, es passt irgendwie auch nicht zu einem zum Drow, so eine richtig fette Behaarung, oder? Also mehr als so ein bisschen Bärtchen würde ich dem ja nicht geben. Das ist einfach irgendwie zu viel. Ich glaube, wir lassen das so. So, und jetzt können wir noch die Hörner wählen.
Können wir nur so. Oh, der hat abgeschnittene Hörner, sind natürlich bitter. Ja, ja, ja. Gibt doch so Hörner nach vorne. Uch. Stell ich mir sehr unpraktisch vor, so diese Hörner hier. Du kommst ja. Kaufst du ja ständig einen Kopf oder besser die Hörner ein. Die sehen auch sehr ungesund aus hier so oben. Uch. Nehmen wir die, oder? Ne, die sind auch irgendwie. Bin ich so richtig zufrieden? Ich habe das Gefühl, ich musste mit dem Typ nicht länger rumschlagen. Wäre es gut, wenn er nicht komplett katastrophal aussieht und mir die ganze Zeit übel wird, wenn ich ihn angucke. Aber jetzt, wo ich die Gehirne genauer angucke, desto länger ich die angucke, desto schlimmer wird es. Nehmen wir die jetzt. So, die Hornfarbe kann ich noch wählen. Also unten und oben anscheinend. Wahaha. Und wir hatten doch so Orangeless. Passt zu den Augen. Passt. So. Da würde ich ja sagen, haben wir. Achso, und uns wurde irgendwas ins Auge gesetzt. Irgendeine komische Made, die hinter unser Auge gekrochen ist von dem Typen, glaube ich. Also das ist gerade der Start noch. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Achso, und ob die Lautstärke okay ist, müsste mir eigentlich auch sagen, wenn ich die lauter machen soll. Die Gedankenschwinde, wo sind denn. Okay, wir fliegen. What? Die Zwischensequenzen sind awesome. Die sind halt wirklich auf dem Niveau wie früher Diablo. Oder Warcraft oder so. Also die sehen echt gut gemacht aus. Holy shit. Okay. Warum ist denn da ein Wilhelm-Scream drin? Der passt doch da gar nicht rein. Okay, er sammelt irgendwie Menschen für irgendwas. Da kommt Drachen. Die ihn jagen? Drachenreiter, die ihn jagen. Das sind wahrscheinlich die Verbündeten von der Tante da, die auch noch mit bei uns ist. Das geht mal los hier. Die holen sich nicht rein. So einen Drachen hätte ich auch gerne mich aufhängen, wenn ich irgendwo runterfalle. Leute, ich bin ja noch drin. Entspannt euch mal. Okay, ich hätte. Scheiße, den Drachen. Ich will dieses Flugschiff, dieses Schiff haben. Also nicht unbedingt mit den ganzen Madenscheiße und so, aber. Fliegen kann er nicht so gut, der Mann, glaube ich. Ich glaube, um die geht's. Also, keine Ahnung, wie der Name ist. Jo, das ist beeindruckend. Ich glaube, um die geht's, genau. Die wollten sie, glaube ich, haben. Das waren, glaube ich, Kumpels von ihr.
Okay, wir fliegen irgendwie immer noch. Aber wohin denn? In die Ebene Gedankenschinde oder was? Nur da ist die 3 schon in der Luft. Okay, das sieht jetzt aus wie Höllenebene, wo die Tieflinge zu Hause sind. Das sind aber nicht wenige. Das schaffe ich nicht, Mama. Geil. Ich verstehe, warum sich seit 24 Stunden die Leute überschlagen mit Lob von dem Spiel. Also jetzt schon verstehe ich das, glaube ich. Okay, da sind wir. Wir Halbling-Hexenmeister. Unser Raumschiff hat uns rausgelassen. So. Ich glaube, ich habe es ein bisschen leise eingestellt. Die Nautiloiden. Okay. Das ist relativ normal. Gedankenschinderkapseln. Okay, Kamera zentrieren, POS 1 ist Kamera zentrieren oder linke Maustaste auf Porträt doppelklicken, okay. Springen, verstecken, werfen, das ist ja wie Point and Click hier. Durchbohrender Schlag, Hauptangriff, Hilfe, improvisierter Nahkampf, Stoßen, Eintauchen, das ist... Oder die Waffe zu verbessern, führst du 2 Waffen, so tauchst du beide ein. Okay. Das ist halt... Okay. Ich verstehe, warum sie es wieder umgesetzt haben. Krass. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Das Becken untersuchen. Okay, mit Enter kann ich es nicht bestätigen. Leertaste auch nicht. Ich kann es dann mit hoch und runter auswählen, aber ich kann es nicht bestätigen. Ich muss klicken. Schräg. Allgemeines Tutorial. Manche Dialogoptionen erfordern einen Fertigkeiten und einen Würfelwurf, der mindestens die Zielzahl erreichen muss. Die Fertigkeiten des Charakters fügen dem Wurf einen Bonus hinzu. Ich habe plus 1. Bonus insgesamt. Intelligenz. Klicke zum Würfeln. Dammit. Dammit. You notice nothing more than meets the eye. Fuck. Komm, wir sind neugierig, wir greifen ins Becken. Was? Okay, das ist... Ja, da hat sie mit rausgeschafft. Die sind alle leer, oder was? Ich sehe das so schlecht, aber ja, die sind alle leer. Okay. Oh, Moment. Das Loot-Symbol ist das gleiche über Divinity. Lul. Oh, nix. Lass mal nehmen. So, der Gedankenschinder ist tot, der war Stufe 8. Gut. Ist das Genesung? Ich habe 10 Trefferpunkte gehabt. Wo sehe ich denn mein Leben? Achso, ich habe einfach 10, ne? Okay, das kommt wieder. Okay, wir sind irgendwie immer noch im Rumfliegen. Ich gehe mal raus. Ringmuskel. Gehen wir durch das Arschloch raus. Was? Elitidenbericht. Goblin. Erstmal looten. Gold. Nicht gut. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Okay, irgendjemand hat gesagt, we are here. Wer ist jemand? Was? Oh. Hirnglas. Oh oh. I guess I know where this is going.
Mystische Tafel. A thousand years of humanoid history. Elves, dwarves, humans and more. Flash behind your eyes. Okay, da kann ich irgendwie nichts anfangen, offensichtlicherweise. Releasers, Neuralapparat müssen wir wahrscheinlich dann gehen, um zu releasen, oder? Ah, nee. Oh, Fahrstuhl. We are here. Untersuchung. Menschliches Gehirn lebendig und intakt, umgeben von Prospinalflüssigkeit. Okay, hat jede Menge Resistenzen. Reden wir mal mit dem. We are trapped. Ich bin ja neugierig, ich guck mir das alles an. Ugh. Boah. You've come to save us from this place. Boah. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Ich glaube, ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Sagt mir, was ich tun soll. Ihr klingt, als hättet ihr Angst. Warum? Einem Mann oder einem Gehirn? Okay. Creature like this, one that is more brain than person. Das Gehirn zerstören? Sag mal, was ich tun soll. From this body, from this case, free us. Das offene Gehirn untersuchen, nachforschen, glaube ich, kann ich ganz gut, oder? Stärke ist auf jeden Fall absolut schlecht. Deswegen. Würfel it. Kann ich nicht so gut, plus 1 ist nicht so geil. Aber eine 17 jetzt. Das war erfolgreich. Bam. You notice edema, a swelling of the brain, causing pressure where it strains against the shell of the skull. Okay, Heilkunde, eine Extraktion des Gehirns, wobei du die Schwellung berücksichtigst. Keine Ahnung, ob ich gute Heilkunde bin. Oh, ich habe Vorteil. Aha! Weil ich das vorher geschafft habe, ne? Situationsabhängig Vorteil. Okay. Nice. Hätte man mit beiden geschafft. So hat man es besser geschafft. Und da hat es irgendwie kurz gebraucht zum Realisieren, dass ich es geschafft habe. Lifts from the skull, but here it is an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. Hmm. Kreaturen und Verletzungen könnten sich schwächen, das Gehirn verletzen, damit sie mir gefügiger wird. Doch, wir sind doch so ein Manipulierer. Das wäre doch voll unser Ding. Komm, wir sind so ein Manipulierer. Let's go. 15. Holy shit. Ja, RIP. Schade. Ich glaube, ich habe es getötet. Oder es hat gar nicht geklappt. Die Kamera ist irgendwie komisch. Es rennt weg. Okay. Okay, es ist weggerannt. Aber ich kann die noch looten. Oh, nichts mehr drin. Hirnglas. Schade, nichts zu looten bekommen. Eieieiei, blach, das fängt ja richtig, richtig widerlich schon mal an, ey. So, ich kann das zentriert lassen.
Rangezoomt habe ich jetzt gerade. Da ist jemand hinter uns. No! Sie wird doch nicht. This is your end. Hä? Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Ich mach da gar nichts. What is this? Blesses me this day. Together, we might survive. Du denkst, ich wäre ein Sklave? Wer seid ihr? Das ist eine gute Frage. Your only chance of survival. What? Wieso? Und wieso denkst ich wäre ein Sklave? Mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Das klingt schlecht. Wir werden zu Gedanken schindern. Wir müssen doch irgendetwas tun können. Ich habe jetzt gesagt, wir müssen rausfinden, wo wir sind. Okay. Wir werden die Frage der Cure für diese Infektion once we reach the material plane. Materielle Ebene. Okay, wir sind nicht auf der materiellen Ebene. Wir sind anscheinend auf der Höllenebene, I guess. Irgendwie spricht offensichtlich eine Sprache, die ich nicht kenne. Allgemeines Tutorial. Mach dich bereit. Kämpfe finden in Runden statt und die Kämpfenden sind der Reihe am Zug. Das Spiel um dich ist bei den Kämpfen pausiert, sodass du Zeit hast, eine Aktion zu planen. So, wait, warum spiele ich die noch? Wenn du am Zug bist, kannst du dich bewegen, eine Aktion und eine Bonusaktion auswählen. Deine Aktion anzeigen, deine Bonusaktion anzeigen. Bonusaktion. Aktion. Zaubertricks. Magierhand. Knaufschlag. Heiltrank. Stoßen. Kann ich da hingehen? Kann ich den doch da runterschubsen, oder? Kann der, wie gut ist denn der im Fliegen? Mal probieren. What? Okay. Das finde ich jetzt gemein. Wenn du fertig bist, klicke auf die Schaltfläche in der rechten Ecke, deine schneller ist, um einen Zug zu beenden. Leertaste Zug beenden. Okay, hier ist noch ein Gedanken. Was? Ein vergifteter Gedankenschinder. Ja, dann würde ich mal sagen, wir dissonant flüstern mal ganz fies hier und batz. Rettungswurf fehlgeschlagen. Und ansonsten rennen wir darüber zu ihr. Aua! Mach doch nicht sowas. Schenkelschuss. Knaufschlag. Nicht tödlicher Angriff. Kann benommen machen. Sturmangriff. Batz! Okay, dann können wir noch einen Knaufschlag als Bonusaktion hinterherhauen, glaube ich. Rettungswurf fehlgeschlagen, Knopfschlag. Ich habe genau nichts getan. Moment. Der ist nicht tot. Angriff, Hauptangriff. Na, no, jetzt ist er tot. Krummsäbel. Hallo, ich bin ein Halbling. Ich musste Sachen einsammeln. Stachelige Knolle. Lernknolle. Hebe die Knolle auf ein Ziel und ziehe alle möglichen Kreaturen und Objekte heran.
Problem. Oh. Noch mehr Teufelchen zum Looten. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, ist noch eine Fernkampfwaffe. Habe ich eigentlich irgendwie Waffen? Ich habe nur einen Dolch bisher. Nehmen wir doch mal als Fernkampf. Du kannst zwischen Fern- und Nahkampfwaffen wählen. Schaltfähig findest du eine Schnellleiste. Okay. Du bist. Ja, du bist. Moment, der Krummsäbel ist eine. Verbesserte Version von so einem Dolch. Boah. Chemiebeutel, Reisesack. Schlüsselbund. Schlüsselbund ist sehr, sehr gut. Lul. Kann die Sachen hier größer machen. Da brauche ich jetzt mal eine Stufe größer, mich dran zu gewöhnen. Noch ein Beil. Mal genesen. Hier ist noch ein toter Typ. Ich würde das hier untersuchen wollen. Moment, kann ich hier? Gab es hier irgendwie Hilfe, Rückzug, Springen, Werfen, Verstecken? Okay, das ist einfach nur. Okay, Spuchten. Ist denn eigentlich auch die Tante versteckt? Nee, die chillt hier einfach noch. Okay. Durchbohrender Schuss. Na ja, gut. Dann glaube ich hier oben hin, okay. Da ist noch jemand. Kann erstmal schnell speichern. Oh. Robo! Loot, loot, loot! Ich habe eine Robo bekommen, ist die besser? 2 bis 7. Das ist leicht anders. Also habe ich jetzt automatisch ausgerüstet. Vermute, oder? Wird hier speichert und raus hier. Erstmal alles drücken. Isn't dead, but he's totally unresponsive. Let's see what this does. You! Get me out of this taxi! We have no time for stragglers. Aber ich würde schon helfen. Hexmeister, keine Kunde, hier ist Magie am Werk, aber was für welche? Ich habe leider keinen, bin ich geübt, nach keine Kunde, aber let's try! Schwierigkeitsgrad 7 ist nicht so hoch. Ja, guck mal. Entspannt. Das kann ich rausfinden, als Hexenmeister, was für Magie am Werk ist. Warding Ruins. You feel them drawing energy from the console near to the pod. Are you satisfied? We need to go. Ja, ist ja okay, entspann dich mal. Wir holen die da raus. Hier berühren. Easy. Ersten geretten. Hexenmeister, die Glyphen auf das Gerät schieben, die du von den Wächterruhen der Kapsel empfangen hast. Tada! Die einsetzbare Konsole genau betrachten. Oh, wir müssen nochmal. Uiuiuiuiui. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Das Würfeln ist voll cool. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. Perhaps it will open the nearby pod. Das weiß ich doch schon. Hä? Suddenly you feel a hideous squirming in your head. Sight. Then discomfort fades and another sensation washes over you. Ich spiele das Game erst in 3 bis 4 Jahren oder so. Editierte Weise, die Kapsel mit Willenskraft aufzwingen.
Schwierigkeitsgrad 2. Jo, jetzt go. Kommt schon. Ja, yeah, okay. Es war sogar actually knapp. Melodies Stimme. Stimmt, das ist Melody. Aber weniger überheblich. Und Talia Luxan. Shiver runs across your mind. You feel sated. Ich wollte das Ding auf. Ah, geht doch. Haben wir's offen. Guck mal, meinen ersten Companion gerettet. Schattenherz. Reden wir doch mal mit ihr. Weiß ich, ich fand Melody schwierig. Okay, sie hat das Problem auch. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gift with you. Ich habe mit der Gift nichts zu tun, ja. Dangerous company. Ja, es gibt ein paar Symbole, die glaube ich sogar genau die gleichen sind wie bei DOS 2. Sie haben aber noch einiges drauf, die gerade die Zwischensequenzen Xan sind besser. Also sehr viel besser. Und auch die Gespräche, wie du siehst, finde ich glaube ich so ein bisschen optisch besser gemacht. Dass man ein bisschen mehr sieht, wie die Charaktere reagieren und so. Es ist glaube ich viel DOS und hat sich ein bisschen altes BioWare abgeschaut. So von Dragon Age Origins oder sowas, glaube ich, um sich zu verbessern. Habt ihr das gerade gespürt? Wir waren im Geist des Anderen. Gefährliche Gesellschaft ist genau das, was man braucht, wenn man kämpfen müsst. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. Ja, dann. Get off the ship and watch each other's backs along the way. Let's go. Shadowheart. One moment. Divinity Original Sin. Hey, die hat einen 20-seitigen Würfel eingesteckt. Den nach Elden Ring nicht viel Neues, aber sehr viel Gutes aus verschiedenen alten Teilen kombiniert. Ja, so ein bisschen eine neue Story halt. Ich bin neugierig. Aber ich bin neugierig. Weil, was für ein Helm? Das habe ich auch gespielt und fand ich richtig gut. Ich habe jetzt noch nicht viel gespielt. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, hey, das ist voll gleich und voll genauso gut und so. Das habe ich ja keine Ahnung. Moment, da ist ein Rucksack. Loot! Ah, geil, erstmal Malachit geholt. So, mit euch kann ich aber nicht reden, oder? Und es ist sehr eklig am Anfang, also. Boah. Dunkler Verstand. Kunstvoller. Musst du knacken, wenn du Diebeswerkzeug oder den passenden Schlüssel. Untersuchen. Dunkler Verstand, menschliches Gehirn, lebendig und intakt, umgeben von Flüssigkeit. Steck dir vor allem. Alles klar. Illithilden-Manuskripte. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich... Da stelle ich zurück. Es gibt keinen Sinn, ein menschliches Gehirn in einer Flasche mitzunehmen. Polierte Halskette, die sehe ich da eher. Zum Einstecken. Ja, die ist nämlich was wert. So. Ich würde... Kann das mitnehmen? Lul. Ich kann einfach die ganze Kiste mitnehmen. Hier Trost stabil in der Augenweide. Okay. Die Frage, ob ich irgendwann das mal berührt, dann let's go. Ich sagen. Man kann deutlich näher ranzoomen als bei DOS, glaube ich. Die ist nicht. Was? Die ist nicht ohne schwer. Stimmt, die hat 20 Gewicht. Die ist ganz schön schwer. Oh. Intellektverschlinger. Guten Tag. Moment, was kannst du? Person bezaubern, Segen der List,
Gewähre einer anderen Kreatur Vorteil bei Würfen auf Heimlichkeit. Verändere all deine äußerlichen Merkmale auf magische Art. Erhöhe den Kreaturen. Erst schütze eine Kreatur vor Angriff, erhöhe die Rüstungsklasse um 2. Erstmal mich machen, weil ich jetzt ganz vorne stehe. Das ist eine dumme Idee. Wunden verursachen. Nekrotischer Schaden. Das kann ich nochmal machen. Lul, what? Zug beenden. So, du gehst erstmal hin und greifst die an. Batz. Dann können wir dir nochmal einen Knaufschlag geben. Bam. Dann ist sie nämlich benommen. Perfekt. Piu! Sehr schön. Sogar 7 gewürfelt. Nice. Das war entspannt. War das nicht 3 gerade noch? Nee. Also ich finde es auf jeden Fall nice. Oh, goldener Schlüssel. Öffnen. Haha! Goldenen Schlüssel benutzt. So, dann kann ich dich wieder wegstellen, weil du bist jetzt nichts mehr wert, weil nichts mehr drin ist. Gab's noch einen krummen Säbel. Das können wir doppelkrummen Säbel machen. Easy. 2-Angriff. Nutzt automatisch deine Bonusaktion, um einen 2-Angriff auszuführen, sofern du 2 Waffen führst und diese Option nicht deaktiviert hast. R2 Handwaffenangriff aus ein. Es ist sehr nah an. Vorratspaket an den D&D-Regelwerk, glaube ich, schon dran. Und dass es ein Schlüssel. Schlüsselsammlung gibt, finde ich echt gut. How many hosts have these Geh infected? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Ja. Können wir ihr wohl nicht helfen, sag ich mal so. Schmieriger Stuhl. Okay, auf die Stühle muss ich jetzt, glaube ich, nicht setzen. Naja, ich weiß, dass eine D&D-Lizenz läuft. Finde ich aber gut. So nah dran ist. Mystische Rune. Flasche. Die da? As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Uh-oh. Ugh. Danke für den Nebel, Leute. Das war dann doch notwendig. Ugh. Change, Char. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Ja, könnte. Es ist jetzt versklavter Verstand, knoblige Truhe. Nehmen. Alles rauslooten. The newborn mind flayer stares at you, weak and dazed. Eklig. Gehen Sie weg. Newborn mind flayer stares at you. Ich wollte nicht hin. Also nicht da draufklicken, meine ich. Dann gibt es einen neuen Gedankenschänder jetzt. Okay, wir sollen eigentlich. Wo sollen wir eigentlich hin? Da sollen wir hin. Glaube ich. Lauf, 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 lauf. Achso, Xan, wir spielen übrigens einen Halbling-Hexenmeister. Falls du dich wunderst, warum wir so aussehen, wie wir aussehen. Der an die alten Götter glaubt. Wir haben noch geschützt, sehe ich gerade. Warum nach deinem? Finde ich gut. Bin ich auch der Meinung. Own Judgment und so. Was? Was laberst du? Oh, zu spät. Hat Cloud Spiel schon... Nee, doch nicht zu spät. Ich dachte, jetzt wäre die Kamera. Er gibt keine Tabaxi tatsächlich. Ich glaube, es sind nur die Base-Völker von D&D drin. Tabaxi gibt's nicht. Es gibt keine Tiervölker. In dem Sinn. Oh.
Stimmt, wir hatten unseren Mentor ausgewählt, der ein Tiefling war. Bläh. Okay, Gedankenschnitte sind eklig. Will ich aber nicht. We will deal with the Gaeke after we escape. Okay, Gaeke ist wohl der Gedankenschänder. Ich soll also da hingehen und das verknüpfen. Ich soll dahin und abhauen. Ja, das ist aber ein Stückchen. Okay, du, Moment, du bist dran. Schwaches Höllenschwein. 4-7. 2-7. Nur ein Angriff. Und Sachen durch die Gegend, nicht genug Bewegungsrate, ein Autolidentank, das hilft mir glaube ich alles nicht. Und dann Sturmangriff, das. Jetzt darf ich nicht noch einen Knaufschlag hinterher knüppeln. Also, oh. Erfordert zur Verwendung eine kurze Rast? What? Warum brauche ich eine Knau? Okay, das habe ich mir nicht auf dem Schirm gehabt. Du hast auch Nahkampf, ne? Schütternder Hieb, Feuerpfeil. Feuerpfeil. Hört sich gut an. Bam! So, dann mache ich mal hier einen Eldritch Blast, damit er tot ist. Badatz! Und lauf hinterher. Oh, nichts dran. Okay, Moment, der Gedankenschnitt ist auf unserer Seite. Aber wir sind auf der Ebene der Tieflinge. Ändert sich das, je nachdem, was man auswählt? Oh. Kann ich nochmal weiterlaufen? Kann ich nicht meine Aktion benutzen zum Weiterlaufen? Eintauchen? Muss noch muss eine Oberfläche sein, die auch eingetaucht werden kann. Nicht genügend Platz. Also das nehme ich wirklich ins Inventar. Das wollte ich nicht. Astralen Attribut. Du bist in allen Fertigkeiten eines astralen Attributs geübt. Bis zur langen Rast. Charisma, Weisheit, Intelligenz, Geschicklichkeit, Stärke. Weisheit hört sich gut an, wenn wir hier mit Mindflayern zu tun haben. Würde ich sagen. So, du hast keinen Zauberplatz mehr, glaube ich. Aber das ist, braucht ja gar keinen Zauberplatz. Das ist ein Zaubertrick, wa? Heilige Flamme, göttliche Führung. Attributswürfe. Mach ein Tier resistent gegen Zaubereffekt und Zustände. Aber dann kann ich ja dir den geben. Und laufen. Oder ein bisschen looten. Ein Schwert. Looten kostet anscheinend keine Aktionspunkte mehr in dem System. Aber dass ich nicht laufen kann, während ich... Wenn ich nach unten ziehe, okay, spannend. Zielpunkt nicht erreichbar. Oh, das geht nur direkt um mich rum. Ups. These boots have seen everything. Ja, also... Dann schießen wir halt auf den. 30% ist aber irgendwie nicht so viel. Fernkampfangriff. Dann Eldritch Blasten wir, das sind 40. Daneben. Würden wir ja gerne. Aber das ist noch ein Stück.
Bin ich mal ehrlich, so. Das ist noch ein ganzes Stück. Kann ja trotzdem so ein bisschen Piu-Piu machen nebenbei. Guck mal, da war ein Damage. Wurden wir standen und die Kreatur hat den halben Schaden erlitten. Versuch eine Kreatur, um ihre Resistenzen zu erfahren. Dann fahre ich dann alle? Ja, anscheinend. Blitz, Kälte. Okay, dann fahre ich direkt alle. Dass das hier in. Wenn ich ranzoome, zoome ich vor allen Dingen dahin und nicht mittig. Ist das so schwarze? Finde ich schräg. Aber auch wurscht. Ich will nicht da ran zu dir auf jeden Fall. Vorteil bei Würfen auf Heimlichkeit, das ist halt wurscht. Heilige Flamme. Bam! Rettungswurf gelungen, heilige Flamme. Die Sau. Alles mitnehmen. Selbst im Kampf. Intellektverschlinge, die ist sogar noch gestorben hier. Die waren auf unserer Seite. Hätte ich sie mal am Leben gelassen. Die hätten uns wahrscheinlich geholfen. Breathe deep and move. Jum, daneben. Bin hier auf dem Weg. Oh. Ich muss mir die Hälfte machen. Hurry, bevor they strike. Aber das sind doch deine Boys, dachte ich, oder? Hatte ich zumindest vermutet. Dass das deine Boys sind. Schade. Doch, du hast auch so ein Range-Ding, ne? Da. Patz! Sehr schön. Hübsch, 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 hübsch. Ich bin ein bisschen langsam so mit meinen Halblingsbeinen, glaube ich. Oh, bis dahin komme ich. 95%. 2 Damage. Läuft. Ihr macht irgendwie nicht so. Das ist nicht so spektakulär, was ihr da tut. Ist mal ehrlich. Oh. Hallo, Höllenschwein. Hm, nochmal 2. Das ist irgendwie alles blöd. Noch mehr Edelsteine. Nehmen wir erstmal Gegner raus. Wenn wir treffen würden. Eldritcho Blasto. Jetzt war es 10. Geil. Der wird mit dem Tagelhieb und der kommt jetzt auch mal. Macht jetzt auch mal. 5 direkt. 5 ist ganz schön viel. Bin ich ehrlich. Zerfleischen. Attack! Nice. Nicht genug Bewegungsrate, okay. Da ist noch was Ungelootetes. Ich soll doch dahin, oder? Ich brauche noch eine ganze Runde mehr als die anderen Jungs. Oh. Da passiert noch mehr. Ach so, Spurten war das zum Schnellrennen. Ha. Hätte ich mir denken können. Oder hätte ich wissen können, besser gesagt sogar. Nicht springen. Spurten. Dahin. The Helms Alien Transponder. You've made it in time.
Vielleicht will ich das, dieses Flugschiff doch nicht haben. Hallo Drache. Bisschen cool, oder? Wir haben deine Freundin gerettet. Hallo Sift. Wegteleportiert. Oder auch nicht. Festhalten wäre smart gewesen, oder? Ruckel, ruckel. Es tut mir leid, wenn es ruckelt. Eigentlich sollte es nicht allzu sehr ruckeln. Laut meiner Grafikkartenauslastung gerade. Wir müssen noch mal schnipsen, um wieder reinzukommen. Oder irgendwie die anscheinend. Also ja, ich kann es nicht ganz verhindern. Das Spiel sieht sehr gut aus, hat aber auch ordentliche Anforderungen. Würde ich jetzt Lumi nicht mehr nahelegen, das auf ihrem Rechner zu probieren. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Weil es vielleicht sogar funktioniert, aber Bildrate wird schwierig, streamen will ich nicht mehr. Puh. So. Das ist dieses komische Schiff, was jetzt einfach mal. Oh, also wieder bei den Tiefling. In einer anderen Tiefling-Stadt-Ebene. Nee, das ist alles Mögliche. Da sind auch Orks dabei und Elfen und Dunkelelfen. Und Goblins. Und die haben anscheinend Bock, uns anzugreifen. Warum greift uns eigentlich jeder an, der uns irgendwie sieht? Oh. Hallo. Au. Wir wetten, dass wir das nicht überleben? Kappa. Ich bin echt ungeschickt. What? Haben sie das Symbiont gerettet oder was? Mit seiner Telepathie-Magie. Anscheinend. As you wake, the tadpole squirms. Ugh. Meh. Wo bin ich gelandet? The chaos of the crash site confuses the landscape. You'll need to find a settlement or landmark, and you'll need to do it quickly. Hm. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. Tschüssi, Süft. You need a cure. Okay, ich muss mich heilen. Okay, cool. J ist das Tagebuch. Das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Okay, passiert doch nicht viel. Jetzt. Okay, abgeschlossen, abgeschlossen. Überlebende an Bord, der mit dem Schattenherz heißt. Ich schloss sie uns an. Wir sind der Hölle des Nautilus entkommen. Finde ein Heilmittel. Okay. Wie mir das so gut RPG-Manier macht, erstmal die andere Richtung gehen. Das ist ja schon mal spannend. Die Kommentare sind cool von dem Charakter, den man hier so hat. Sauberes Wasser, da muss es doch hier irgendwo jemanden geben. Oh. Armer Fischer. Ja, hat schon ein bisschen was von Fortjoy, ne? So mit dem Strand und sowas. Nur ein bisschen kaputter alles. Oh, Schattenherz. Der 20-seitige Würfel. Oder ist es nicht 20-seitig? Nee, ist er gar nicht. Ja, 10. Nee. Komischer Würfel. Nee, wir wecken sie lieber auf. Wir sind nicht ganz so neugierig. Sie wird uns hoffentlich das Artefakt noch irgendwann sagen. I'm alive. How is this possible? Ich hatte gehofft, dass ihr das wisst. I remember the ship. I remember falling. Then nothing.
auch unser Kid-Freund geworden. Ah. Wir sollten nachher sehen. We need to take care of ourselves. Ach. Things first. We need supplies, shelter. Hab ich noch. And most of all, a healer. We might have okay, Healer habe ich nicht. Still have these little monsters in our heads. Aber ich habe einen Astro-Puppy, der passt schon auf mich auf. Wir wollen zusammenbleiben. We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Nice. Die lispelt ein bisschen, kann das sein? One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Ja, du bist mir schuldig. Sehr schön. Okay, dann haben wir dich. Wir haben jetzt Inventar öffnen Gegenstände. Ist das pro Charakter das Inventar? Das Inventar ist pro Charakter. Senden an Ben. Der kriegt jetzt die ganzen guten Sachen hier, die vorhin gelootet wurden, damit ich den alle verscherbeln kann. Oh Leute, ich kann mir das angucken. Mysteriös. Ach nee, ich weiß aber nicht, was es ist. Okay. Still breathing, despite everything. Swift as my feet can carry me. Halt. Fass. Handtrommel. Auftreten. Oh, geil. Musikinstrument. In der Nähe befindet sich ein Gegenstand durch alle. Das habe ich schon rausgefunden, tatsächlich. Da ist ein Beutel. Heiltrank. Da ist ein Rucksäckle. Ein Hut. In der Gruppenansicht kannst du im Inventar alle Gruppenmitglieder ansehen. Tabulator, um Gruppenansicht zu öffnen. Ah! Okay. Ausrüsten. Geil. Ich habe einen fancy Hut. Kann ich die auch ausrüsten? Geil. Und eine fette Halskette. Awesome. 1d6. Das ist nur 1d6. Das ist nur 1d6 plus 1. Ist das nicht dann besser? 2 bis 7. Ja, theoretisch besser als ein Krummsäbel für mich. Ja, ein Kurzschwert. Nee, ist es nicht. Weil ich nicht smart bin. Aber ich glaube, ein Halbling nimmt doch kein Grubensäbel, oder? Ein Halbling nimmt doch... Gibt es das Autosortieren noch? Automatisches Sortieren vom... Das ist schon mal ganz nett. Hier unten die Anzeige. Aber das automatische Sortieren des Inventars gibt es nicht mehr, kann das sein? Hey. Erstmal ausrüsten. Geil. Kann ich jetzt spielen? Auftreten. Let's go. Bartentanz aufführen, Schlacht von Einst aufführen, die Macht aufführen. Die Macht. Schlechtes Auftreten. Okay. Hat schon ein bisschen was so ein Pen and Paper, dass ich einfach so auftreten kann. Mitten im Nirgendwo. Lagervorräte, let's go. Ach, darauf das Essen und Getränk mitzunehmen, du brauchst du eine lange Rast. Gut, was raus. Und noch ein Durch. What's in here? Da haben sie oben sogar die Vierecke von D&D. Die zum Laufen. Kann ich denn hier ranzoomen? Ja, das sieht man es, glaube ich, besser. Da ist ein Dungeon direkt. Alles klar, wo geht's hier hin? Jede Menge tote Menschen. Parfümierter Brief. Lesen. Sieh, ich liebe dich. Da, ich hab's gesagt. Und wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen. Und wieder, bis wir alt und grau sind. Wir sollten es wagen. Lass uns nach Baldurs Tor gehen. Ich weiß, es ist riskant. Pitzblim ist es auch. Die letzten Monate waren hart. Aber alles ist etwas einfacher, wenn du bei mir bist. Verlass dein Boot und triff mich am Hügel bei der alten Brücke. Bring mit, was du tragen kannst. Wir schaffen das schon ohne den Rest. Verspäte dich nicht. In Liebe, deine Anna. Tja, schade, Anna. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Ist nur so ein Gefühl. Ist nur so ein Gefühl.
schön, das ganze Goldluden. Oh, what? Hey, mit dir wollte ich gar nicht reden. Was ist das? Achso, hier. No story. None that you're entitled to hear anyway. Just forget you ever saw it. Hm. Schade. Dann gehen wir jetzt wieder. Ich wollte nicht dahin laufen. Oh, hier kann man auch Meergras looten. Aber Meergras heißt ja nicht, dass es ja kein frisches Wasser mehr, oder? Oh, was macht denn Meergras? Hallo? Wo sind das hin? Achso, Moment. Alchemiebeutel, oder? Ha! Trank des Gedankenlesens. Okay. Spannend, was es so gibt. Ich kann einen Trank des Gedankenlesens machen. Schattenherz steht jetzt ein bisschen im Weg. Lesen, was ist das? Und wir rudern die Gespritz ins Gesicht. Und wir rudern die Gischt, sie hört uns nicht. Und wir rudern das Meer zu unseren Füßen. Und Umberlee beruhigt den Sturm. Wellenmutter, Wellenmutter, oh, trag unseren Bug. Wellenmutter, Wellenmutter, wir fahren auf dir hin. Wir sind des Wassers Flug. Wellenmutter, Wellenmutter, versenk uns, wenn du willst. Wellenmutter, Wellenmutter, auf das unsere Schädel mit Schlack und Sand du füllst. Okay, den zweiten Teil lass ich jetzt mal weg. Seemannsliebe für Umbälle aufheben. Keine Ahnung, was wir irgendwie brauchen. Gold! Okay, Gold hat ja eine spannende Form. Wofür können wir hier hin? Können wir einfach. Was ist das hier? Das sieht aus wie eine alte Kirche. Ich kann nur näher ranzoomen. Fisch und Flasche. Alles klar. Mehr Vorräte. Wegpunkt erreicht? Belladonna. Wer ist denn die Belladonna? Loot. Liebeswerkzeug. Ab sofort kannst du an diesem Dekotripotieren. Okay. Meergras. Wir müssen alles looten, denn das brauchen wir später. Wir wollen uns gar nicht sputen, denn das Leben ist so hart. Ich glaube, langsam wird mir echt komisch. Jetzt frage ich halt Durchwurzasche. So. Was verwenden, Ben? Verschlossen. Können sie aber kaputt hauen? Okay, Moment, was ist das denn? Also, du kannst Missionsorte ansehen, eigene Markierung platzieren, außerdem kannst du Wegpunkte teleportieren. Das ist ein Wegpunkt, okay, die sind ja spannend. Deutlich weniger auffällig. Fast übersehen. Rezept freigeschaltet. Das bist du. Gehen wir doch mal hier lang. Noch mehr tote Menschen, die können wir alle looten und die haben sogar Gold dabei. More of those wretched things. Okay, hier ist glaube ich das Schiff abgestürzt, ist das richtig? Das sieht so ein bisschen... Jetzt ist es ein bisschen an X kommen hier. Initiative 6. Die haben ganz schön viel Initiative, diese Schweine, aber der Spotter, da kann ich nicht mehr viel tun. Ist ganz gut, dann können wir sie kaputt hauen. Position ist wichtig. Fernkampfangriff von oben haben man bessere Chancen, glaube ich, zu treffen. Wunden verursachen des ersten Grades. Wir haben zwei Zauberplätze. Zaubertricks. Feuerpfeil. Man hat gescheppert, würde ich sagen. Da ist aber noch einer. So. Was kann ich dissonantes Flüstern vielleicht auf den lieber machen? Der ist verängstigt, sehr nice. Und dann kann ich hier hochgehen. Oh. Wo habe ich zu nah dran? Hat einen Gelegenheitsangriff gekriegt. Dammit. Dumm gelaufen. Oh.
dir geht's nicht mehr so gut. Mir auch nicht. Oh shit, ich hab gar nicht gesehen, dass es uns so beschissen geht. Hallo? Brauchen wir mal ein bisschen Heilung, würde ich sagen. Stufenanstieg, da kriegen wir keine Heilung für. Ist ein bisschen blöde. Dann brauche ich auch mal hier ein bisschen Heal. Und Eldritch Blast im Nachteil, wenn es nach. Ach, scheiße. Hauptangriff. Na dann. Gibt nicht zwei? Haben doch. Okay, ich dachte, kriegt zwei, aber haben nur einen gehittet anscheinend. Könnte jetzt noch laufen, das will ich glaube ich aber nicht. Aua! Alter, das ist so heftig. Lenkendes Geschoss, göttliche Führung. Person bezaubern, Heilig Flamme. Rettungswurf gelungen, die Sau. Athletisch fähig. Ach, come on, du kannst ja gar nichts. Still breathing, despite everything. Eldritch blasten, wie es aus die in die Hölle. Oder machen wir einfach einen Angriff. Das ist nur 2 bis 7. Das haben wir aber keinen Nachteil. 90%. Blasten, Eldritch blasten, wie es in die Hölle. So. Batz. Okay. Wir hatten ein Level up, stimmt, das müssen wir gleich noch machen. Weil Level 2 sein ist, glaube ich, schon. Was? Was ist jetzt passiert? Wieso hast du dich jetzt verletzt, Madame? Level 2 sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Intelligent wird Elixier. Okay, das ist wieder was für die Alchemie. Okay. Heilendes Wort. Heil dich mal. So. Und wo mache ich jetzt? Dann mache ich Stufenanstieg. Ich will, glaube ich, erstmal bei mir den Stufenanstieg machen. Bäm. Gesundheit erhöhen, Klassenmerkmale, Hexenmeister Zauberplatz erhalten, Zauber erhalten. Arme der von Hada, Person bezaubern, rascher Rückzug. Höllischer Tat. Reagiere auf den nächsten Angriff mit Flammen. 2d10. Oder halt Taschos grässliches Gelächter. Oder der Hexenpfeil. Für 10 Züge ist halt schon sehr stark, wenn wir uns konzentrieren dürfen. Ich glaube, ich. Habe ich schon einen Concentration-Zauber? Fuck! Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon einen Konzentrationszauber habe. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Konzentration. Doch hier, der Schutz. Kein Damage-Konzentrationszauber. Das ist halt gegen Menschen, glaube ich, ganz gut. Weisheitsrettungswurf. Ich nehme mal den Hexenpfeil. So, schauerliche Anrufen. Bei deinen Studien des okkulten Wissens hast du unheilvolle Beschwörungsformeln zutage gefördert, dir anhaltendes magisches Talent verleihen. Qualvoller Strahl. Wenn du eine Kreatur mit schauriger Strahl triffst, addiere deinen Charisma-Modifikator zum Schaden hinzu, es sei denn, er ist negativ. Ist er nicht. Der ist relativ hoch sogar. Der ist, glaube ich, plus 3. Kannst Magierrüstung auf dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Die Magierrüstung erhöht deine Rüstungsklasse, wenn du keine Rüstung trägst. Du kannst nach Belieben mit Tieren sprechen, wirken, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Mit Tieren reden, oder? Verführerischer Ein... Also das wäre halt ganz gute Damage. Du beschwörst den bezaubernden Charme deines Schutzpatronen, bist enttäuschen und überzeugen geübt. Bin ich das nicht sowieso schon? Also ich glaube, das würde mir genau nichts bringen, weil das bin ich schon. Teufelssicht, du kannst in der Dunkelheit normal sehen, sowohl magisch als auch nicht magisch. Deine Sichtweite beträgt 24 Meter.
kannst falsches Leben als Zauber des ersten Grades auf dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauber zu verwischen. Falsches Leben gewährt dir 10 Temporäre Hit. Okay. Kannst belieben Selbstverkleidung wirken, ohne einen Zauberplatz. Wie den Schatten verschmelzen. Du kannst mit den Schatten verschmelzen wirken. Zurückdrängende Strahlung. Schau nicht anderes. Kannst du sie bis zu 4,5 Meter von dir wegstoßen. Die wieder 5 Schicksal. Einmal pro lange Rast kannst du mit einem Hexenmeister-Zauberplatz Verderben wirken. Verderben zielt auf bis zu 3 Kreationen. Sie erhalten einen Malus von 1W4 auf ihre Angriffswürfe und Rettungswürfe. Nee, wir nehmen die Tiersprache auf jeden Fall. Let's go. Ja. Aber das ist zeitlich begrenzt, ne? Achso, wir kriegen 2. Ja, dann noch qualvoller Strahl, oder? Ja, doch, qualvoller Strahl. Dass wir 2 direkt kriegen, finde ich gut. So, wir könnten sogar auch den Zauber ersetzen und einen anderen dafür nehmen. Ich glaube, das brauchen wir aktuell erstmal nicht. Das in der nahen Charakteransicht meine Grafikkartenauslastung einfach auf 100% ballert, verstehe ich nicht ganz. So, damit haben wir aber jetzt immer noch eine beschissene Rüstungsklasse, aber mehr Leben. Also hier in der Ansicht geht es aus irgendeinem Grund erst runter und dann irgendwie die Klassenmerkmale. Es ist wieder bei 98% und bleibt da, glaube ich, auch konstant. Du hast erhältst einen Zauberplatz. Zauberplätze des ersten Grades bei langer Rast wiederhergestellt. Göttliche Macht fokussieren Ladungen. Du erhältst das Attribut, göttliche Macht zu fokussieren. Du beginnst mit zwei Effekten, Untote vertreiben und einem Effekt, der durch deine Domäne festgelegt wird, wird durch eine kurze Rast oder lange Rast aufgefüllt. Bete, um alle Untoten, die dich sehen können, zu vertreiben. Abbild beschwören, dann gehen wir einer Illusion ab. Im Abstand von bis zu 3 Meter von der Illusion sind deine Angriffswürfe und die deiner Verbündeten im Vorteil. Okay, das kann ich, glaube ich, gar nicht auswählen. Ich kann nur hier vorbereitete Zauber, könnte ich jetzt wechseln. Wasser erschaffen und zerstören, heilendes Wort, Wunden heilen. Du bist mal Healer, finde ich gut. Segnen. Befehlen. Bane. Heiligtum. Ja, kann man, denke ich mal so lassen, glaube ich. Da ist nicht so viel zu tun. So. Never a dull moment. Moment, da sind wir hergekommen. Da wollen wir hin. Uch, was ist jetzt mit der Kamera passiert? Irgendwie habe ich jetzt verschoben gehabt. Da ist wieder Mindflayer. Trank der Geschwindigkeit. Muss man nehmen. Was? Schlichtes Gift. Was ist hier? Ist hier noch irgendwas? Hier geht es noch lang, oder? Flächen. Du bist auf eine Fläche getreten, die gefährlich werden kann, wenn sie von den Wänden wie Feuer oder Blitz beeinflusst wird. Ja, okay. Das kennen wir schon aus dem theoretischen Sinn. Du bist nichts wert, glaube ich. Stachelige Knolle verursacht Blut. Wir müssen nicht alles mitnehmen, glaube ich. Entführter Adliger. Hopf, hopf, hopf. Der hat bestimmt was Gutes dabei. Ich wollte den looten. Ein Rapier. Ein Rapier ist, glaube ich, besser als das, was wir bis jetzt haben. Ja, da haben wir nur noch eins. Wir bräuchten irgendwie noch... Nee, das können wir nicht kombinieren. Wir können nur die gleiche, aber wir zweimal kombinieren. Ich glaube, dann ist der Krummsäbel schon noch die bessere Option. 2 bis 7 oder halt nochmal. 1 bis 6. Können wir beide mal hitten. Würde ich jetzt sagen, ist schon irgendwie die bessere Option. Hier geht es auf jeden Fall noch lang. Noch ein Gedankenschinder. Nochmal ein Trank der Geschwindigkeit. Ätzende Knolle. Den komischen Schädel nehmen wir nicht mit. Wir brauchen keinen Gedankenschinderschädel. Oh, ich will nicht aufs Feuer, danke. Geht's ja noch voll weit. Können wir mit dem reden? You approach the dying monster.
This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. What? Compassion. Yes, you feel hate, and you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Der kontrolliert unsere ganzen Gedanken. Seine Gedanken konzentrieren. Let's try. Wir haben plus 1. Das kann ja richtig mies werden. Nice. Geschafft. Das ist gut. Ich glaube, das Spiel könnte viele Leute in D&D bringen. Tatsächlich. Weil es ein cooles Rollenspiel ist und weil das System sehr gut zeigt. Lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance. A vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive. And with your very body, you can provide. Nee. Mit aller Kraft gegen sein Eindringen ankämpfen. Let's try. Ich will nicht von so einem Mindflayer hier gedingst werden. Ich muss keine Mindflayer in den Augen werden, danke. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Nee, wir sind da sind wir schon nett. Außen sind wir sauer. Und wir können dann looten. Death is too good for it. Kommen wir denn hier noch hin? Moment, hier waren wir noch nicht. Goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Wir haben schon ein paar Supplies gefunden. Goblin Krummsäbel. Goblin Bogen, Knochen. Lagervorräte. Nice. Die hatten richtig viele Lagervorräte. Was geht denn hier ab? What's coming on with that room? It's unstable somehow. Gedankenschinder Blut. Ich höre Tiere. Ich würde gerne mit den Tieren reden, wenn ich jetzt, wo ich die Fähigkeit habe. Aber ich höre nur Tiere. Okay, bei dem waren wir schon. Hier sind wir unten lang gekrabbelt. Vogel, komm her, ich will mit dir reden. Okay, gucken wir uns das hier mal an. Hier waren wir offensichtlich weiß ich noch nicht. Erstmal kurz quicksaven. Man weiß nie, was passiert. Let's go. Approach the sigil on the stone. Wir sind neugierig. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Ja, auf jeden Fall berühren. Let's go. Ja dann, helfen wir ihm. Ich mit der Magie des Sieges verbinden und dann bitten, sich zu beruhigen. Let's go, da haben wir plus 3. Nice, haben es genau getroffen. Aber mit dem plus 3 sind wir drüber. Wenn wir das Siegel stabilisieren. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Muss ich jetzt nochmal würfeln? Nee, jetzt brauche ich nämlich keinen Stärkewurf machen. Der wäre, glaube ich, schwierig geworden. Ah, du bist einer von den Magiern. Du bist der andere Origin Character, glaube ich. Du bist ein Zauberer. Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this.
Hm. Euch vorzustellen? Ah, so. I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Wie seid ihr in den Stein gelangt? I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. Ah, hat sich gerettet so. Plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? I don't know. Ich habe das Schiff übernommen, es sicher genannt und den Tag gerettet. That vast burning wreckage behind you somewhat contradicts your story, but here you stand. Still, swashbuckling heroics aside, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? Ja, schon. Ich hätte selbst nicht widerwärtiger beschreiben können. Are you sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. Ja, doch, das habe ich mir schon gedacht. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Nee. Geschick ist nicht so. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most cleric skills. Most, no doubt. But I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Sie ist doch ein Kleriker, oder? Mein Schutzbruder hat mir viele Gaben geschenkt, aber Larvenexern gehört nicht dazu. Ich kann uns nicht von unseren Parasiten befreien. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer? Können wir gern machen. Let's go. Kann ich später immer noch rauskicken. Parasite shared is a parasite halved. Something to that effect. Ich finde ihn lustig. But before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. Bitte schön. Act of foresighted kindness, I assure you. I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Es ist so cool gemacht. Also, jetzt haben wir natürlich auch noch mit den Stufenanstieg, natürlich. Gruppenaufteilung. Deine Gruppe wird links im Bildschirm angezeigt. Die Porträts informieren sich über die Gesundheitszustände, Charaktere. Ziehe einen Charakterporträt vom anderen weg, um die Gruppe aufzuteilen. Ja gut, das ist wie immer. So, Stufenaufstieg, yay. Und wieder Ruckelei, ausgewählte, was, Unterklasse. Zauberplatz, Unterklassenmerkmale, Gelehrter der Hervorrufung. Hervorrufungszauber von zu lernen kostet nur die Hälfte von Zauberschriftrollen. Zauberformen. Erschaffe sichere Bereiche in deinen Hervorrufungszauber. Verbündete Kreaturen haben automatisch Erfolg bei Rettungswürfen gegen diese Zauber und erleiden durch sie keinen Schaden. Okay, Zauber. Brennende Hände. Sprühende Farben. Blende bis zu 33 Trefferpunkte Kreaturen. Rascher Rückzug. Falsches Leben. Federfall. Sei gegen Fallschaden immun. Strahl der Übelkeit. Vergifte das Ziel. Das hört sich gut an. Sprung verbessern. Verweile Eismesser. Eismesser ist, glaube ich, auch ziemlich fett. Vertrauten finden. Vertrauten finden, it is. So, Stufe 2 Magier. Der hat logischerweise noch nichts Großartiges, aber. Ich habe nicht eins hochgestellt. Schmieren. Hexenpfeil. Wo habe ich ihn jetzt im Vertrauten finden? Arkane Erholung. Kältestrahl. Moment, habe ich nicht gerade. Man sieht sogar unten gerade sogar die Zustimmung. Beziehungsweise neutraler Charakter hat keine starke Empfindung für den Avatar. Warum ist denn jetzt.
Oh, Lager- und Rastmenü. Kurze Rast, lange Rast, zum Lager. Ah. Durch nicht tödliche Angriffe wechseln. Okay, jetzt habe ich irgendwie einen Zauber ausgewählt, der nicht mehr da ist. Das wundert mich. Ich könnte dich jetzt wegziehen. Okay, dann wärst du wieder weg. Okay, das war irgendwie... Das war bei Divinity Originals sind zwei smoother, bin ich ehrlich. Dieses Menü hier drüben. Bin mir nicht ganz sicher, warum wir das so ruckelig gemacht haben. So, was geht denn hier noch ab? Schurkenmeucheln. Nehmen wir auch noch mit. Ich glaube nicht, dass ich viel craften werde, aber verkaufen kann man alles. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Kapelleneingang. Jetzt bin ich oben drauf. Aha. Guten Tag. Was geht denn hier so ab? Oh, da ist jemand. Oh, cursed to put my hands on everything. You both twice as tall as me, but have half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Ja, ich glaube, wir haben gerade Krufträuber gefunden. Already. That's our ship. Wir waren auf dem Schiff, mein Freund. Ich führe nichts im Schilde, das Schiff ist voller Monster, ich würde mich nicht wehen wagen, täuschen, ich glaube, das Schiff ist eine Invasionswaffe, lauft wechselnd, ihr könnt einschüchtern, euch gehört nur euer Leben, verschwindet, bevor wir es euch auch noch nehmen, Hexenmeister, das Schiff ist voller giftiger Schwaden, wahrscheinlich dämonischer Natur, ich würde mich fernhalten. Jetzt könnten wir einschüchtern, nehmen wir es mal ganz gut. Ich glaube, täuschen auch. Aber wir können auch einfach das nehmen. Poisonous? What? See? That thing could be carrying a plague for all we know. We're leaving. Come on, move it! Ja, sehr schön. You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. Ach, Quatsch. Bin doch ein guter Boy. Also hübsch ist es. Es ist einfach wahnsinnig hübsch. Fackel, Seil. Hört sich gut an. Fällt gerade ein, was könnt ihr eigentlich besonders gut? Weisheit, Intelligenz, nicht Intuition. Und bei dir ist es Weisheit, okay. Weisheit, Intelligenz, Charisma. Aber jetzt die Aufteilung. Das ist ja gar nicht so kacke, glaube ich. Ich könnte, glaube ich, einfach hochlaufen. Lauf, 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 Forest. Noch ein bisschen essen. Okay. Da ist noch eine Kiste, Kapelleneingang. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen gucken. Hier scheint noch ein bisschen was rumzustehen. Kisten hebt es wieder nicht hervor. Das ist wie bei Divinity. Du siehst nur wirklich Items hervorgehoben. Kisten an sich so direkt nicht. Aber... Coole Lunch. Da geht's irgendwo rein. Da ist eine Luke. Okay, da kommen wir einfach hier runter. Aber wir sind jetzt nicht so wahnsinnig geschickt, dass ich sagen würde, ey, Diebeswerkzeug kriegen wir auf jeden Fall hin. Oh, da ist noch eine Kiste. Da ist nichts drin. Kann ich da aber hochklettern? Jo, kann ich. Wouldn't take much to send that stone crashing downwards. Wie mache ich das denn? Verwenden. Okay, wir können hier wahrscheinlich reinkommen in den gebossenen Stein hier. Die unterschiedliche Varianten reinzugehen. Ich vermute mal, es ist zugeschlossen. Ja. Schlafsack. Kann ich eine Runde pennen. Sehr gut. Täuschen. Habe ich nämlich Übung drin und Charisma. Let's go.
Hör ich plus 5. Yes! Wir kriegen ihn getäuscht. Man muss einfach so. Gehen wir einfach so rein. Charlotte hat Zungenfertigkeit. Ben ist inspiriert. Du hast einen Punkt Inspiration erhalten. Setz ihn. Matt. Das war zu schnell. Kann ich F1 oder sowas drücken für das Tutorial? Keine Ahnung, wie ich jetzt Inspiration einsetze. Kampfprotokoll, Tagebuch, hier Inspiration. Charakter eine Aktion ausführt, die zum Hintergrund passt, so erhält er einen Erfahrungspunkt und Inspiration. Inspiration kann eingesetzt werden, um einen Attributswurf zu wiederholen. Es sind bis zu 4 Inspirationen gleichzeitig möglich. Darüber hinaus kann durch Erreichen von Hintergrundzielen nur Erfahrung erworben werden. Quatsch die Banditen und betritt die Kapelle. Inspirierende Ereignisse. Na dann betreten wir die Kapelle. You're dead. Guten Tag. Untote vertreiben bringt natürlich jetzt relativ wenig. Klassenaktion. Zaubertricks. Göttliche Macht fokussieren. Ah, so, da ist göttliche Macht fokussieren, ist das. Okay. Zaubertrick, heilige Flamme. Der hat 18. Attributswürfe, Scharlatan, Resistenz. Moment, kann ich den eigentlich jetzt schon untersuchen? Hat keine Resistenzen angeblich. So, habe ich die Wahl. 2 bis 7 oder 1 bis 10 davon mit 25% ist ja richtig beschissen. Oder in den ersten Grad 42, das ist auch kacke. Kann mich nicht selber wählen, oder? Ziel darf nicht selbst sein. Heilige Flamme, Wunden heilen, Segen des Lichts. Erschütternder Hieb. Macht dein Ziel möglicherweise benommen. Das heißt, wir laufen ran und machen dann erschütternden Hieb auf ihn. Fehlschlag. Ja, RIP. Schild des Glaubens. Darf ich das auf mich selber machen? Yes. Okay. Nothing will stand in my way. Mach mal den Hexenpfeil. Aktion. Du hast eine Aktion als Ergebnis eines anderen Attributs, Merkmal oder Zustands freigeschaltet. Sie verbleibt neben deiner Schnelle, solange die Voraussetzungen gegeben sind. Neben deiner Schnelle, solange die Voraussetzungen gegeben sind. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht hier reinsprinten in den Bereich. Was ist denn der Nahkampfangriff 2? Nee, das will ich eigentlich. Achso, hier das. Stell ich mich hier hinten hin. Ah, du bist ja auch ein Magier. Du könntest genau das gleiche machen. Oder wir können und sie möglicherweise stürzen, lässt sie liegen. Boom. Ist nicht ganz, was ich wollte. Klassenaktion, jetzt könnte ich mich da hinstellen und ich glaube, das will ich nicht. Überrascht heißt, ich darf nochmal, oder? Nee. Ah, oh, Fehlschlag. Hier geblieben. Sie saubrotzen. Wir springen, glaube ich, mal dahin. Kann ich doch noch dahin laufen? Nee, der ist echt weit weggerannt, die Sau. Batz. Okay, geschafft. Schön. Hüpf. Oh, ist jetzt eh vorbei. Also hübsch ist es, ist einfach. Benutze eine Lichtquelle wie eine Fackel oder den Lichtzauber, um im Dunkeln zu sehen. Kreaturen mit Dunkelsicht benötigen keine Lichtquelle. Okay. Das heißt, ich hatte doch hier irgendwo eine Fackel. Goblin-Krummsäbel? Nein. Da, Fackel. Haha. Andorn.
Banditenschlüssel, Lederrüstung, Kurzschwert, Fackel. Nehmen. Ich glaube, meine Rüstung ist auch auf 11. Ja, ich könnte auf eine Lederrüstung wechseln. Wäre aber nur optisch, glaube ich, anders. Da passt das schon besser, die gepolsterte Rüstung. Zu meinem Hexen Meister. Stück Käse. Plünderwerkzeugkiste. Da sind Sachen was wert. Vorratspaket. Krieg ich Hunger, Alter. Leib Käse. Wie nochmal ein Halbling. Halblinge müssen schon das Essen einsacken, oder? Würde ich sagen. Da ist auch noch eine Kiste. Tintenfass. Sogar was wert. Warum ist ein Tintenfass so viel wert? Oh, Loot, 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 Loot. Loot, Loot. Loot, Loot. Huch. Eisenpfannen, Schneidbretter. Loot, Loot. Oh. Sowas wie Glücksvogel-Dingsbums haben sie aber nicht wieder eingebaut. Oh, Kerzen. Who are those prayers for? Tafel. Normally the patron god is obvious. Not here. Ancient, indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Wollt mich eigentlich eine Heiler finden? Ach, ist doch egal. Wir haben eine Krypta gefunden. Let's go. Die unbeanspruchte Lesen. Im Leben hatte sie tadellos gedient. Täglich gab sie sich der Herren des Verlusts hin. Täglich befreite sie sich vom Tyrannei der Erinnerung. Mit der Zeit vergaß sie alles. Ihre Verwandtschaft, ihre Vorlieben, selbst ihren eigenen Namen. Sie legte die ultimative Opfergabe für den Altar ihrer Hingabe, ihren gelehrten Verstand. Als sie starb, als sie im Tod erwachte und sich in der fahlen, verblichenen Stadt des Urteils wiederfand, wartete sie darauf, dass die Herrin des Verlustes sie abholte. 1 Million Seelen und mehr zogen in farblosen Böen an ihr vorbei. Doch keine Hand erschien in ihrer Hand. Keine Stimme flüsterte Anweisung in ihr Ohr. Kein Zeichen erschien am ausgeblichenen und öden Himmel. Zeit, körperlose Zeit, strich an ihr vorbei, wie Luft, hin und her. Und noch immer kam die Göttin ihrer treuen Dienerin nicht holen. Kellemfor hatte Mitleid mit ihr. Soweit der Herr der Toten dazu fähig ist, schritt jedoch nicht ein. Diese Klerikerin der Herren des Verlustes, unbeachtet, obwohl sie sich als derart würdig erwiesen hatte, hatte vielleicht noch eine andere Lektion zu lernen. Nicht dieses Vergessens, sondern die des Vergessenwerdens. Oh, das ist was wert. So, Fluch des Vampirs. Lauscht genau und hütet euch vor dem Vampir. Hütet euch vor seiner kalten Schönheit. Hütet euch vor seinem Charme. Hütet euch vor seinem Fluch. Vor allem aber hütet euch vor dem fahlen Adligen, denn der Vampir erträgt es nicht, zum Pöbel zu gehören. Wie schützt man sich vor der Bestie? Geht nicht in der dunkelsten Nacht aus, denn diesen Nächste liebt der Vampir mehr als alles andere. Wenn ihr aber ausgehen müsst, tut es beim Mondschein und seid auf der Hut. Tragt stets den Segen und die Zeichen eures Gottes bei euch. Denkt aber daran, euer Zuhause ist eine Festung, wenn es gut geschützt ist. Wenn es des Nachts klopft, seid auf der Hut. Lasst keine Fremden ein. Ist es ein Freund, so beachtet ihn genau. Ist er blass und bleich? Seht ihr Male an seinem Hals? Seht ihr Schmutz an seiner Kleidung? Wenn sein Begehr nicht äußerst dringlich ist, schickt alle fort außer engsten Vertrauten. Wenn die Bestie einen Weg in euer Heim findet, flieht. Lasst Liebe und Familie zurück. Ihr werdet sie nicht retten. Ihr werdet sie nicht wiedersehen. Sie aber werden euch sehen, fahl und lächelnd, und euch zu sich in die Nacht rufen. Okay. Gibt offensichtlich Vampire. Tod und Göttlichkeit, ein göttlicher Leitfaden. Der Tod ist eine zu starke Macht, als dass ein einzelner Gott ihn beherrschen könnte. Er ist eine Pflicht, die von Hand zu Hand weitergegeben wurde, in kleinere Stücke zerbrochen wurde, Krankheit, Krieg, Totenriten. Doch es muss immer einen Aufseher geben, der den Kreislauf überwacht, wenn das Leben schwindet. Unzählige Äonen lang war das Yergal, der Herrscher allen Endes, wachte ohne zu blinzeln über die Sterblichkeit, bis selbst er müde wurde. Die jungen Bale, Bane und Myrkul müssen sich für Eroberer gehalten haben, als sie kamen, den Gott des Todes zu holen. Doch er nutzte ihren Ehrgeiz, um sich selbst zu befreien.
Myrkul forderte im Handel mit Yergal die Herrschaft über den Tod. Doch selbst er ist nicht alleiniger Herr über den Tod. Denn was ist Mord? Von Baal in seiner grenzenlosen Gier eingefordert anderes als der grausamste aller Tode. Weshalb muss der edle Celemvor über verstrichene Seelen urteilen, wenn eine Gottheit allein den gesamten Vorgang beherrschen könnte? Selbst Götter können schließlich sterben. Wer den Tod verehrt, der sollte das stets bedenken. Ja, wir verehren keinen Tod, also von daher ist das relativ okay. Bücherstapel. Okay, ich glaube, ich habe alles gelootet. Wo geht's denn hier noch hin? Kann ich nicht die Kühe... Was? Ich habe doch einen Schlüssel dafür gekriegt, oder nicht? Banditenschlüssel. Von einem Banditen, der eine Festung der Kapelle an der Küste bewacht. Komplexer vergoldener Schlüssel. Schloss knacken. Pfuh. Geschicklichkeit plus 1, Fingerfertigkeit, Übung. Das wird aber hart. Wow! Actually geschafft. Haben wir dafür jetzt ein komplettes Liebeswerkzeug geopfert, aber wir haben es aufgekriegt. Hätte ich nicht gedacht. Oh. How'd you get past Andor? Back off. Hallo? Hier sind du stehst im explosiven Ölfass. Wow, das ist nur Puff. Das hat nur Puff gemacht. Muss man hier durchlaufen, glaube ich. Tale for the ages. Feuerpfeil. Das wollte ich eigentlich. So, da haben wir noch ein Ignis hier. Ich müsste eigentlich hier geblieben. Okay, die macht irgendwie komische Sachen. Finde ich. Bam! Der schaurige Strahl knallt schon schön rein. Ich finde es so cool, wie die hier oben die Maps gemacht haben. Diese auch erinnern so gut an D&D-Maps. Buch des letzten Atems. Lesen. Eng gekritzelte Zeilen, die wenig leserliche Einträge stellen, offenbar Namen und letzte Worte zahlreicher Personen dar. Guckt euch das an, es bewegt sich. Maya Labor-Explosion. Hurt Kräs überfallen, eine Gasse Niewinter. Ihr steht mir im Licht. Okay, was? Wir sind irgendwie exhausted? Wir sollten wohl an demnächst campen, wurde mir gesagt, okay. Kann ich da hinsetzen? Hilft dir das? Vasen! Oh! Alte Schriftrolle. Lesen. Obwohl Schimmel dieser Schriftrolle größtenteils die Tinte entzogen hat, ist der Anfang nach wie vor lesbar. Das Versiegelungsritual. Also Gott macht sich nichts aus unbedeutenden Ritualen. Es gibt nur die Versiegelung und es ist wichtig, dass wir sie mit großer Ehrfurcht beobachten. Am Tag der Versiegelung wird eine Mischung aus Knochen und Asche geweiht. Im Namen der Toten verstreuen wir dieses Opfer und tränken die Tinte mit der Essenz des Todes unseres Gottes. Okay. Da ist nichts drin. Oh, können wir anmachen. Für Licht. Okay, hier ist sonst nichts. Hier ist hier eine... Ah, oh, da ist eine Fackel. Kann ja sein, dass die Fackel nochmal ausgehen. Nehmen wir eine neue. Man weiß ja nie. So, Diebeswerkzeug, Lederrüstung, Kurzbogen, Dolch. Boah, alles. Bin nicht ganz sicher, wofür man einen Dolch nehmen sollte. Durchbohrende Schlag. Bewirkt regulären Schaden. Möglichkeiten klaffende Wunden, die zusätzlichen Schaden verursachen. Ach so. Bringe eine Gegenmöglichkeit aus dem Gleichgewicht. Schwung. Schlage nach einer empfindlichen Stelle. Und zerfleischen. Das ist auch Bluten.
Silbermedaillon. Wofür auch immer wir einen Silbermedaillon haben. So ist ein bisschen die Frage. How does it open? Erkunde die Ruinen. Wir haben eine verlorene Tür entdeckt, da ist kein Schlüsselloch zu sehen. Hinter ihr steckt bestimmt etwas Interessantes. So richtig verlassen sind die Ruinen aber gar nicht, oder? Hier gibt's Betten. Das wäre doch ein guter Raum zum Schlafen, oder? Abgesehen davon, dass es hier offen ist. Und wir nicht wissen, was da reinkommt, aber ansonsten gibt's hier Betten. Noch mehr? Fluch des Vampirs hat man, glaube ich, schon. Sicht des Sterblichen. Augenzeugen bricht aus der Balbrut-Krise. Ich glaube, das ist ein Anleihen von Baldur's Gate 2, ne? Das Gildensiegel auf der Innenseite des Einmanns gehört zu einem Druckereikollektiv in Baldur's Tor. Natürlich erinnere ich mich. Ich wusste in der ersten Sekunde, dass das Mädchen Ärger bedeuten würde. Kleine Diebin, die sich ständig einmischt. Und dieses Mündel Gorions ist schnurstracks mit ihr mitgegangen. Kein Wunder, dass das Blut einer bösen Gottheit durch ihre Adern floss. Anonym Kerzenburg. Sare Fock und seine Bande sind immer die Ersten, an die ich denke. Wisst ihr, dass all das mit einem Stück Eisen in Nashkel begonnen hat? Alle dachten, ihre Waffen würden in ihren Händen zerfallen. Damals dachte ich, das Problem sei schlechte Handwerkskunst. Hätte den Mann nie für einen Sohn Baals gehalten. Als amnischer Söldner auf seinem Sterbebett. Ihr wagt es, diesen Namen von mir auszusprechen? Meine Herrin wurde zu Asche verwandelt, als sie gegen diese vermaledeite Kreatur kämpfte. Ich verfluche Baal, ich verfluche Irenicus und ich verfluche euch. Feindseliger Vampir, Armviertel von... Okay. Die fünf haben Tethyr in Stücke gerissen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand dachte, noch mehr Baalbrut würde den Krieg beenden, den dasselbe Pack verursacht hat. Andererseits waren sie nicht abgeneigt, sich gegenseitig zu töten, was? Gut, fort mit ihnen. Hoffentlich wurde jeder Einzelne von ihnen vom Antlitz Feruns ausgelöscht. Ferun ist, glaube ich, das Land, in dem wir sind. Ich bin nicht befugt, mit jemandem wie euch über einen Mord zu sprechen. Wenn ihr dagegen Einspruch einlegen wollt, geht zum Seeturm. Aber ganz ehrlich, wen schert es, wenn Baalbruder Model wird? Ihr Vater ist der größte Mörder von allen. Panzerhandschuhe, Flammen, Faust, Baldur's Tor. Es kommen noch mehr hunderte weitere Gespräche, die meisten ähnlich spannenden, angespannten Ton. Okay. Ein Spiegel. Not bad. I've had better days and worse ones. Armselige Kleidung, abgerissene Vagabundenkleidung, Handtücher. Können hier noch mal eine Kerze anmachen und ich höre schon wieder Leute reden. Wir speichern mal zwischen. Aber bis hierhin haben wir es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Also ich habe keine Hexenmeister, ich habe nur noch Zaubertricks. Du hast aber noch ein paar und du hast auch noch. Also ich glaube, ein bisschen können wir noch. Okay, das ist der Cloud-Spielstand immer. 6-5-3. Ha, lul. You fucked it up. Kommen nicht bis hin. Wenn ich einfach nur so gehe. Ich kann aber auch kein Charge Attack mehr tun. Da komme ich nicht bis ran. Das Gewehrangriff und Futter bei Würfen und auf Heimlichkeit wirkt nur. Du hast aber schon eine Konzentration, ne? Auf Schild des Glaubens. Dann musst du halt Feuer auf Gieß machen und hast da nicht getroffen. Gut. Fesselnder Schlag. Hat nicht funktioniert. Sehr gut. Das wäre nämlich blöd gewesen, wenn das funktioniert hätte. Dann... 2 bis 9 oder 1 bis 10? Ist, glaube ich, wurscht.
Dem geht es auf jeden Fall nicht mehr so gut, weil ich jetzt gerade 8 von uns gekriegt habe. Oh Gott, das haben wir viele. Aua! Das fand ich gemein. With haste. Feuerpfeil, schlafen, Donnerwoge. Kann ich das nicht auf dem Bereich machen? 2 Züge. Ich hole mir da nur 2 Züge raus, Kältestrahl. Kein Ziel. 100% ist Depend. 100% ist Depend. Zu viele Trefferpunkte. Dann lass mal. Ach so. Moment. Das und das geht aber. Die beiden kann ich pennen lassen. Hab noch 5 Trefferpunkte, ist dann wurscht. Zug beenden. Nett! Ich hab's nicht ausgelöst. Ach, Scheiße, ey. Ich hab's nicht ausgelöst. 3 bis 30. 15. Bei D4, da könnte man natürlich noch einen Moment warten mit dem Heil. Ja, da ist gefesselt, das ist natürlich blöd. Boom! Geil, nochmal 10. Das knallt. Kann ich jetzt mal eine Runde Auftreten machen. Hier, Bartentanz. Schlechtes Auftreten. Hey! Nur weil ich schlecht aufgetreten bin, ihr Schweine. Er ist immer noch gefesselt. Da habe ich halt noch 8. Das ist halt blöd. Den kann ich nie sehen. Ja. Da würde ich mal sagen, mach mal das da. Legen wir die Leute nämlich auf den Boden. Oh, ich bin auch nicht mehr gefesselt. Vergiss es. Kritischer Fehlschlag. Moment, von wem? Die HP sind echt übel. Feuerpfeil. Bam. Okay, die ist, glaube ich. Hier ist nicht raus. Ich stehe nur sehr langsam auf. So, 2 bis 12. Ich glaube, ich mache erstmal auf jeden Fall einen raus. Ja, hier. Flamp! Nice one. So, jetzt können wir unter. Was? Umwerfen. Können wir mit einem umwerfen? Oder wir machen halt einfach auch so ein Feuerpfeilchen. Fuck! du kannst aber, glaube ich, mal einen Heiltrank nehmen. Rettungsruf Konzentration erfolgreich. Achso, ja, da war ja was. Du konzentratest dich ja. Völlig vergessen. Du wirfst ihr das an den Kopf und dann heilst du dich auch nochmal ein Stück. Und dann rennen wir darum. Und wir sind gleich da. Du triffst zum Glück nicht so gut. Das hilft uns sehr. Würde ich sagen. 60% oder. 70%. 70%. Tudum. Can't slow down.
Wir haben noch 10 von 17. I speak, they burn. Ist hier noch Öl eigentlich? Nee, ist Asche jetzt, okay. Gibt es hier nicht sowas wie Deckung nehmen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Night to King 5. So, hier schon mal den raus. Okay, der bewegt sich halt. Aua! Konzentration verloren. Jetzt hat es nicht mehr, das Gute. Concentration. Ja. Fünfte Heimlichkeit. Es hat einen Range-Dude, da würde ich eigentlich ganz gerne, glaube ich, hinspurten. Weil der, glaube ich, nicht so gut ist im Nahkampf. Wo haben wir denn Spurten? Da. So, Zug beenden. So, dann machen wir hier nochmal. Aber ich könnte ja rangehen, oder? Bevor wir das machen. Macht mir genau gar keinen Unterschied. 11? Wait, wie habe ich denn 11 gemacht? Hab ich gerade gekreditet? Wie habe ich denn 11 Energieschaden gemacht bei was 1 bis 10 macht? Ich muss gekreditet haben. Lol. Ja gut. Loot. Lederrüstung. Der ganze übliche Kram, sage ich mal. Gift, Fackel, Kurzbogen. Jetzt habe ich jetzt eigentlich keine Fackel mehr in der Hand. Ah. Deswegen. Schlichte Robe, Reise durch den Dschungel. Die Sonne war gerade hinter dem Horizont versunken, als ich seinen Ruf das erste Mal wahrnahm. 1000 Rohrflöten gleichzeitig, die ein einziges, wunderschönes, schreckliches Lied pfiffen. Ulu Dalong, sagte Kiefer. Er kommt. Kiefer packte ihren Sack und huschte auf den nächsten Bidder. Mit etwas Mühe kletterte ich selbst auf einen Baum und wir blickten auf den grasigen Boden unter uns. Au! Da war es wieder. Über und unter uns, überall um uns herum. So nah, dass mein Schädel von dem Klang vibrierte. Die Farnwedel und Blätter unter mir raschelten und schwankten. Kiefer hielt sich einen Finger an die Lippen, um mir zu bedeuten, ich soll leise sein. Plötzlich wurde sie weggerissen. War es eine Ranke, ein Tetake? Gleichgültig, der Jäger hatte seine Beute geschnappt. Kiefers Schreie wurden lauter und verschwanden dann, während Ulutalong sie wegschleppte. Ich sprang hinab, um die Kreatur zu verfolgen, doch sie hinterließ keinerlei Spuren. Das Gras war nicht eingedrückt, die Zweige des Gebüsch nicht zerbrochen. Ich konnte mich nur von der Erinnerung an diesen magischen Ruf leiten lassen. Okay. Kampfstab. Schriftrolle brennende Hände. Zauber lernen. Eine Schüler der arkanen Künste können Magier neue Zauber lernen, indem sie bestimmte Zauberschriftrollen studieren, statt sie zu verwenden. Okay. Du kannst das jetzt brennende Hände lernen. Dahin. Wenn ich dir die Schriftrolle gebe, ne? Kann ich jetzt sagen, hier Zauber erlernen 25 Gold. Brennende Hände gelernt. Cool. Aber ich habe es immer noch nicht hier unten. Was nicht vorbereitet ist wahrscheinlich, oder? K. Aha. Brennende Hände, Vertrauten finden, Zauber nicht vorbereitet. Okay. Alright. What now? Großen Knüppel. Wurfspeer, Lederstiefel, Lederhandschuhe. Das ist, glaube ich, alles nur Optik, ne? Habe ich schon was? Schlichte Stiefel. Sind die Lederstiefel hübscher? Huch. Schon ein bisschen, ne? Und Lederhandschuhe? Habe ich noch nicht. Let's go. Mehr Ausrüstung. Hat doch hier mal sortieren nach Wert. Aha! Typ. K.
gibt doch ein Sortiersystem. Kapellenaufzeichnung, Tafel, Bücherhaufen, Bücherhaufen, Bücher, jede Menge. Okay, da sind keine Bücher mehr. Da ist noch ein Bücherhaufen. Die Unbeanspruchte. Ich glaube, das haben wir auch gelesen, oder? Ja, genau. Dass es die mehrfach gibt, die Bücher. Finde ich schräg. Und die Flucht des Vampirs finden wir jetzt zigmal. Das war auch alles anders in Divinity. In göttlicher Leitfahrt, in Tod und Göttlichkeit. Ja, das hatten wir auch schon. Sicht des Sterblichen, Augenzeugenbericht in Beirut. Ja, das hatten wir auch alles schon. Mal alles schon gefunden zwischen. Oh ja, Feuerschale können wir anmachen. Noch mehr Feuerschalen, die wir anmachen können? Nee, nur die. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man Feuerschalen anmachen kann. Kiste. 3 Gold ist aber nicht viel. Ich meine, den habe ich auch schon gelootet. Kapellenaufzeichnung. Lesen. Feiner Staub bedeckt diese Seiten dieses verfitterten Buchs. Unter dem knochenweißen Puder sind hunderte Todesanzeigen kleiner Schrift verfasst. Ertrunken, innere Fäulnis, Fieber. Oh. Okay, wenn man da draufklickt, nimmt man die Sachen gar nicht direkt mit. You do not recognize the language on the plaque. Okay, das ist nicht eine Sprache, die wir kennen. Teller. Ich glaube, die ganzen super kleinen Kram brauchen wir nicht. Oh, Wahrnehmung. Wir haben einen Hebel gefunden mit Wahrnehmung. Hat wahrscheinlich die geile Tür geöffnet. Aber kann doch die Tür hier zumachen. Da, Licht an. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal eine kurze Rest. Hier drüben war ich noch gar nicht, oder? Die Unbeanspruchte, kennen wir schon. Unbeanspruchte, hat sich den Sterblichen. Haben sogar zweimal das gleiche Buch gefunden. Okay, hier wurden wohl Bücher dupliziert, würde ich mal sagen. Abgeschrieben meine ich natürlich. So wie das hier rumsteht. So. Jetzt würde ich sagen, Spiel speichern, neuer Spielstand, speichern. Wir können vielleicht nochmal, wir haben jetzt durch fast keine Zauberplätze mehr. Von daher würde ich mal sagen, wir machen eine Rest. Moment, der kriegt, glaube ich, Zauberplätze zurück. Ja, also von Kim kannst du Zauberplätze regenerieren. Okay. Aber ihr geht's auch nicht so gut. So, brauchen wir 40 für eine lange Rast. Wir haben 240. Kurze Rast. Wir herstellen Hexenmeister schnell Zauberplätze wieder her. Okay, da haben wir uns geheilt und wir haben unsere 2 Zauberplätze wieder. Cool. So. Speiseraum. Will ich schon überschreiben. Yes. Da würde ich sagen, war es das erstmal für heute, weil ich will eigentlich nicht so lange machen.